liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Denkanstoßes. Im April diesmal das aktuelle Weltgeschehen. Und was wäre der Denkanstoß ohne den Mann, der den ersten Teil dieses Formatnamens gibt, nämlich unseren werten Peter Denk in Manhattan Umgebung. Servus, mein Lieber. Hallo Manuel, hallo liebe Zuschauer. Ja, ein Monat, wieder viel passiert und wir haben eine breite Palette an Themen vorbereitet. Gehen wir es mal wie gewohnt kurz durch. Wir beginnen mit der Corona-Schallplatte, die langsam dem Ende entgegenknistert. Dann, wie das noch in Deutschland und Österreich gehandhabt wird aktuell. Ganz großes Thema natürlich Ukraine, Russland, aber auch Polen. Die Rolle Polens werden wir da ein bisschen beleuchten. Dann die Versorgungslage, die sich aufgrund dieser Ereignisse auch ergibt in Deutschland und Österreich. Dann werden wir mal das Finanzsystem beleuchten, Dollar versus Euro, was wartet da auf uns? Dann Kampf gegen alternative Medien und auch Köpfe des sogenannten Widerstandes wird ein Thema sein. Ein wenig Neues aus dem Weltraum haben wir. Dann wie gewohnt ein Ausblick auch schon auf das kommende Jahr von Peter. Und am Schluss, wenn wir nicht allzu lange wieder brauchen, wird es ein paar Zuseherfragen geben. Peter, dann lass uns gleich mal beginnen. Thema Nummer 1 ist die Corona-Schallplatte, die dem Ende entgegenknistert. Was kann man dazu sagen? Ja, bei uns ist sie ja tatsächlich, außer in zwei Bundesländern, zum größten Teil zu Ende. Es ist ein bisschen erstaunlich, wie das alles passiert ist, wobei ich ja durch den Peter Beierl der Insider-Kontakte hatte und aber auch durch die Kollegen vom Egon ja schon im letzten Herbst geschrieben hatte, dass das vermutlich Ende März vorbei ist, wobei der Peter Beierl dann später nochmal, das läuft sich dann so bis Juli aus. Das sieht man momentan auch. Es ist vieles weg in fast allen Bundesländern bis auf MacPom, wobei die jetzt auch ein bisschen was aufheben zu Ostersamstag und Hamburg. Es bleibt noch ein bisschen was mit Maske in Zügen und in öffentlichen Verkehrsmitteln und Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen. Da ist halt immer auch noch diese Impfpflicht, aber nach der Aussage für alle die da jetzt momentan wirklich Probleme und Sorgen haben, also nachdem das andere so gut gestimmt hat von Peter Beierl, also die Aussage war, dass sich das bis vermutlich im Juli dann auch dieser Bereich beenden wird. Die allgemeine Impfpflicht ist bei uns ja krachend gescheitert, aber ich hatte vermutet, dass das genauso geplant ist. Und jetzt ist halt die spannende Frage, und ich bin völlig überzeugt davon, dass eine Reihe von diesen Herrschaften das auch genauso planen, dass die im Herbst damit wiederkommen mit der ganzen Chose. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das passieren wird, weil aus den medialen Welten, in denen bis jetzt, also aus der geistigen Welt, kam bis jetzt wenig. Also sprich, das ist vorbei und dann ist es auch vorbei. Und ich hatte das letzte Mal schon darüber gesprochen in anderen Interviews. Ich sehe das so, dass jetzt demnächst wahrscheinlich eine Reihe von Wahrheiten hochkommen werden, insbesondere was die Folgen dieser Spritzen da betrifft. Und weil das ist auch so geplant. Ja, und das politische System soll abgeräumt werden in den westlichen Ländern. Und wir werden nachher im Vorblick noch sehen, also das wird es auch spätestens im nächsten Jahr sein. Und deswegen die Leute, die sich jetzt einen riesen Kopf machen, Gottes Willen, und ich bin ja immer noch nicht und geschlumpft und jetzt, was passiert mir dann im Herbst? Lasst diese Angst sein. Natürlich gibt es nie eine 100% Garantie für irgendwas. Allerdings, alles spricht momentan wirklich dafür, dass diese Geschichte vorbei ist. Wir kriegen viele andere Geschichten. Ja, aber diese Geschichte ist vorbei, weil man sie eben auch nutzen will, um die Politik zu diskreditieren. Und das wird jetzt passieren. Und ich fand es ja spannend, bei uns in Deutschland gibt es ja diesen Hashtag, ich habe mitgemacht, ja, wo jetzt nochmal diese ganzen Aussagen gesammelt werden von den ganzen Herrschaften, die uns da im letzten Jahr ja alles Mögliche an den Kopf geworfen haben, bis hin zu Vergleichen mit Blinddarm und Terroristen werden wir und was da alles. Und es ist gut, dass das einfach mal gesammelt wird. Das wird natürlich jetzt schon wieder von diesen Leuten als rechte Geschichte bezeichnet, dass man das tut. Aber im Endeffekt, man sammelt ja nur, was die damals gesagt haben und auch, wo sie ja nicht laut genug das sagen
konnten. Jetzt hat, das war auch spannend, die Welt ja tatsächlich dazu einen Artikel gemacht, um einfach das mal zu erwähnen. Der hat genau 3 Stunden war der online, dann war er wieder weg. Da hat jemand wohl interveniert, das hat jemandem nicht gefallen. Es ist aber im Internetarchiv noch zu sehen und natürlich die Seite selbst ist da. Und diese Leute, die da gemeint haben, und das waren ja größtenteils Leute, die einfach meinten, sich selbst damit positionieren zu können, die werden irgendwann auch diese für diese Aussagen verantworten müssen. Und entweder stehen sie dahinter, dann können sie das auch. Aber jetzt zu sagen, um Gottes Willen, ich will das nicht mehr wissen, dass ich das gesagt habe, genau das darf nicht passieren. Und ich denke, die merken jetzt auch schon, auch deren Reaktion auf diese ich habe mitgemacht Geschichte deutet auch schon darauf an, dass einige ahnen oder sogar wissen, was jetzt kommt, nämlich dass diese ganzen Geschichten jetzt nach oben kommen werden, was alles gelogen und falsch war bei der ganzen Sache. Und dann wissen sie ganz genau, dass sie dann auf ganz verlorenen Posten stehen. Deswegen möchten sie jetzt schon eigentlich nicht mehr, dass das irgendwie wahr sein soll. Ja, in Österreich haben wir selbiges, wir sind eine Spur krasser. Also wir beneiden euch ja dafür, dass mal vorläufig die Impfpflicht bei euch vom Tisch ist. Während man bei uns auf Biegen und Brechen weiterhin darauf beharrt. Es gab zwar gestern die Verlautbarung unseres neuen, wir haben ja mittlerweile den nächsten Gesundheitsministerdarsteller, den Herrn Rauch. Er schaut ein bisschen aus wie der Dieter Hallervorden, aber da kann der arme Dieter Hallervorden nichts dafür. Und die Lockerung der Maßnahmen sieht jetzt vor, dass wir ja im Freien keine Maske mehr benötigen, im Supermarkt schon noch und in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber man darf als Ungeimpfter ohne Maske sogar wieder in ein Restaurant gehen und in den normalen Handel betreten. Die Sinnhaftigkeit hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, weil wenn du in ein Lokal gehst oder in ein anderes Geschäft, warum musst du dann gerade, naja, lassen wir es. Es ist alles und irgendwie einen total Sinn bei diesen ganzen Geschichten zu finden und zu suchen, das war schon lange. Das ist alles völlig unlogisch und aber gut, offene brauchen wir Psychiatrie. Nicht darüber reden. Ne? Es ist offene Psychiatrie in Österreich und ich feiere das gerade so ab, wenn Menschen mit 2 Masken, also nicht nur eine, sondern 2 Masken im Freien spazieren gehen, dann muss ich sagen, wow, die haben ihren neuen Fetisch entdeckt. Dann sollen sie ihren Fetisch rausleben dürfen, aber bitte lasst mich damit in Frieden. Spannend wird der Herbst. Man muss im Westen von Deutschland, es wird jetzt ein bisschen weniger, aber im Endeffekt, es ist jetzt ja seit 2 Wochen eigentlich vorbei, dass man im Supermarkt Masken aufsetzen muss. Aber wenn man da reingeht, also am Anfang waren wirklich 90% aller Leute hier im Westen, denke ich, im Osten ist das ein bisschen anders, haben diese Maske noch aufgehabt. Ja, wie gesagt, jetzt glaube ich, es wird gerade ein bisschen weniger, aber es sind immer noch weit über 50%, die das Ding immer noch aufhaben. Aber das hat auch was damit zu tun, weil diese Menschen sich dann eingestehen müssten, das bricht das Weltbild. Also entweder glaube ich ganz fest an die Maske und das tun diese Menschen noch. Weil wenn ich daran nicht mehr glaube, dann glaube ich vielleicht auch nicht mal an die Politik und den Herrn Drosten und die Medizin. Und das ist der Grund, weswegen die auch an diese Maske glauben wollen. Ja, ja, ich erlebe es ja immer, ich bin ja immer ohne Maske unterwegs und erlebe gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich werde gar nicht angesprochen, aber ich programmiere mich auch da. Ich bin wie unsichtbar, aber ich werde schon wahrgenommen, aber ich werde nicht mehr angepöbelt. Das gab es ja auch mal eine Zeit lang. Das ist schon lange kein Thema mehr. Ich muss auch mein Attest, das ich hätte, gar nicht mehr vorweisen. Ich will es auch gar nicht mehr vorweisen. Ja? Weil es ist das nach 2 Jahren irgendwie Schwachsinn, ist jetzt einmal Ende Gelände. Und wie du richtig sagst, die Menschen, die da weiterhin darauf beharren, die, ich glaube, sie spüren es im Bauch, dass da einiges im Argen liegt. Sie spüren es, glaube ich, schon. Aber es wird dann extrem wehtun bei ihnen. Und diesen Schmerz, den will man sich natürlich rational erklärt wahrscheinlich ersparen. Aber es wird dann umso mehr, umso schmerzhafter, weil irgendwann macht es bei denen bumm. Das wissen wir beide. Und mit uns halt leid, dass sie nicht schon jetzt oder früher aufmachen, weil das Erwachen, das so oder so kommen wird, das wird dann halt noch schmerzhafter werden. Man sieht aber bei uns tatsächlich, also der MDR hat angefangen, der HR, dann Fokus bringt jetzt regelmäßig Artikel in Plus Minus war's. Also es kommen jetzt zunehmend immer mehr Sendungen, wo die schlimmen Nebenwirkungen auch
ganz offen genannt werden, wo Leute vorgestellt werden, denen es wirklich dreckig geht, wo auch ganz klar gesagt wird, dass die sozusagen keine Hilfe kriegen in irgendwelchen Kliniken, ja, weil das ja nicht sein kann, was nicht sein darf, ja. Das ist erstaunlich. Natürlich versucht man immer noch da, das so darzustellen, als wären das die ganz seltenen Einzelfälle. Aber auch hier, wenn man so mal schaut, was momentan so an einem Tag passiert, was hier momentan wirklich auffällt, sind die Autounfälle, die aufgrund eines medizinischen Notfalls passieren. Da gibt es in Deutschland teilweise mehrere pro Tag, wo halt einer irgendwie, und das sind dann Schlaganfälle oder Herzinfarkte, wo er dann halt gegen einen Baum fährt oder irgendwo reinfährt, den es halt getroffen hat. Und vor allen Dingen, was auch auffällig ist, halt wirklich jüngere Leute. Ja. Und das ist was, das passiert so sukzessive. Ja, und aber irgendwann werden die Menschen, viele sagen sich ja selbst, auch wenn es denen ganz dreckig geht, also was mittlerweile vielen schon aufgefallen ist, dass gerade die Geimpften momentan erst recht an Corona, an Omikron erkranken. Ja, das sagen ja auch viele Zahlen, dass die Impfung da negativ wirkt, weil einfach das Immunsystem kaputt oder zumindest geschädigt wurde. Das fällt einigen schon auf. Ja, das da haben sie sich extra impfen lassen. Das Gute ist, diese Omikron-Variante, das deutet sich wirklich an, ist wirklich in den meisten Fällen nicht viel mehr wie eine Erkältung. Deswegen, die Leute liegen dann halt flach eine gewisse Zeit, aber die müssen nicht ins Krankenhaus und versterben auch nicht. Es gibt es auch Ausnahmen. Also deswegen, das ist jetzt wirklich harmlos geworden. Aber es fällt einigen schon auf und ich habe auch schon einige Kommentare gehört, so jetzt habe ich mir das Zeug geben lassen, dann wirst du trotzdem krank und musst trotzdem in Quarantäne. Ja, das müssen sie ja alle immer noch und das war ja auch unser Herr Lauterbach, der ja erst das mit den Gesundheitsministern der Länder vereinbart hat, dass diese Quarantäne nur noch freiwillig ist, nur um dann einen Tag später in der Talkshow vom Lanz zu erklären, oh, das war vielleicht nicht so gut, also ich hätte zu dem Zeitpunkt gern die Gesichter der anderen Gesundheitsminister sehen wollen, mit denen er das ja vereinbart hatte. Ja. Ja. Peter, wenn ich das mal sagen darf, genau das, was du jetzt angesprochen hast, kann ich bestätigen. Also die dreifach Geimpften, dreifach Geboosterten, die liegen also reihenweise zu Hause an Immunsystem ziemlich down. Und in vielen Firmen sind es die Ungeimpften, die gerade den Betrieb aufrechterhalten. Es ist wirklich so. Je kleiner der Betrieb, desto dramatischer ist das natürlich dann auch in der Regel für das Unternehmen an sich. Aber dass die Menschen das nicht hinterfragen und was du angesprochen hast, auch bei uns, Servus TV und auch auf 1 haben jetzt Dokumentationen gebracht über Impfschäden oder Opfer von sogenannten Impfschäden. Und langsam bricht es auch durch in den Medien, aber immer nur so vereinzelt. Also man merkt halt schon noch diese Erschaltung, diese gewisse Gleichschaltung, natürlich ist sie nicht total gleichgeschaltet, aber doch vom Grundkurs natürlich schon. Und da hat die Politik halt nach wie vor den Deckel drauf, weil sie natürlich wissen, dass das ganz ein böses Ende nehmen würde sofort. Aber es wird sogar so, ich kann jetzt nur mal für Österreich sprechen, dann kommen wir gleich mal zum Punkt 2, den wir haben. Wir vergleichen jetzt mal Deutschland mit Österreich. Du hast den Lauterbach angesprochen. Ich meine, der ist ja schon Dauergast beim Lanz, kommt mir vor. Jede Woche so Stammplatz. Und bei uns ist es in Sachen Maßnahmen einfach, die meisten, die ein bisschen schon jetzt seit 2 Jahren das kritischer betrachten, fühlen sich halt umso mehr bestätigt. Aber dramatisch ist es halt nach wie vor, was da an Spaltung innerhalb von Familien, das ist ja zur Religion schon geworden, diese Impfgeschichte. Und dafür gehören eigentlich diese Verantwortlichen alle zur Rechenschaft gezogen. Alleine dafür, für diese Schäden, Traumata, die sie den Menschen hinterlassen haben, ja, durch diesen vollkommenen Irrsinn, der zu einer Glaubensfrage geworden wurde. Ja, also wenn man das vergleicht, wird auch immer wieder verglichen in diversen Talkshows, wo man sagt, ja, beim Rauchen ist ja auch nicht so, dass man jetzt irgendwie so eine Diskussion macht und dich dann hasst untereinander. Oh, du bist ja Raucher, nein, nicht Raucher, nein, aber bei dieser Impfung, die nachweislich nichts bringt, weil ich meine, dreifach geimpft, und immer wieder die Politiker, wie du sagst, das ist ja gewollt, dass das rauskommt in den Medien, oder? Meine, sonst würden die Medien das ja vertuschen. Oder? Ja, es steht auch, das habe ich, glaube ich, letztes Mal, ich weiß es gar nicht, also wenn ich mich wiederhole, Entschuldigung, aber es gibt ja tatsächlich, es gab ja diese Übungs-Event 201 und
wenn man da schaut, wie das Ende aussieht von dieser Planung. Und das ist auch, auf YouTube gibt es 4 Videos und das 4. ist wirklich im November 2019 auch reingestellt worden. Und da wird das mehr oder weniger angekündigt, dass da verschiedene Sachen rauskommen sollen. Und auch eine Studie der Johns Hopkins University von 2017, da steht das auch so drin. Also im Endeffekt, es sollen gewisse Sachen hochkommen. Das wird auch irgendwann, lässt sich das überhaupt nicht mehr vermeiden. Ja, irgendwann bricht das halt durch. Momentan wird das noch verleugnet und die Menschen, viele wollen selbst noch glauben, selbst wenn sie schwer krank da liegen, dass sie ja noch kränker wären, wenn sie nicht geimpft wären. Oder dass natürlich, wenn ich 2 Wochen nach der Spritze einen Herzinfarkt kriegt, dass das eine mit dem anderen ja keinesfalls was zu tun haben kann. Aber das hält alles eine gewisse Zeit nur. Und der entscheidende Punkt ist, und deswegen sind diese Sendungen und diese Artikel, die jetzt bei uns kommen, wichtig. Je mehr ich lese, dass das woanders, dass die Leute im Endeffekt Nebenwirkungen haben oder schwerste Probleme, in dem Moment fängt es natürlich auch an zu arbeiten bei den Menschen selbst. Ja, und irgendwann wird da ein Level überschritten und dann werden sie es merken, zumal ich davon gehe, dass unter Umständen, wenn man diversen Vorhersagen folgen kann, demnächst da nochmal was ziemlich Heftiges kommen wird. Ich denke, man hat ja jetzt erstmal, also die meisten, die haben sich impfen lassen wollen, die sind jetzt geimpft und manche 2, manche 3, die 4er kommen nicht mehr so hier aus dem Kreuz. Und auch viele wollen den 3. nicht mehr, aber sei es drum. Und sagen wir mal so, viele der dieser direkten Folgen waren ja wirklich relativ kurze Zeit nach der Spritze. Das geht jetzt erstmal wieder zurück und jetzt kommen halt diese Folgen, die, sagen wir mal, verzögert kommen. Und wer weiß, was da dann noch auch, sagen wir mal, vielleicht von außen angetriggert wird. Aber es kann wirklich sein, und das haben einige gesagt, dass das vielleicht schon wirklich in den nächsten Wochen noch ganz massiv nach oben gehen kann, dass die Leute dann versterben oder zumindest große Probleme kriegen. Ja. Also deswegen, da muss man abwarten, aber irgendwann ist das dann halt eins zu viel und es wurden ja diverse Vorhersagen gemacht, schon letztes Jahr, dass irgendwann die Kinder, die Probleme bei den Kindern mit dem großen Umschwung erzeugen werden, weil es halt völlig klar ist, es wird jetzt immer noch behauptet, es ist wirklich unglaublich, wenn dann Kinder Schlaganfälle oder Herzinfarkte haben, das wäre ja ganz normal. Das versucht man ja momentan teilweise wirklich noch den Leuten zu verkaufen. Das ist ja auch alles gar nicht so schlimm, ja. Auch genau die Herzmuskelentzündung, das kann man ja gut heilen, ja. Pustekuchen, das ist immer bekannt, dass das Gewebe, was bei einer Herzmuskelentzündung betroffen ist, vernarbt und nicht mehr ersetzt wird und das reduziert die Lebenserwartung deutlich, auch wenn das wieder verheilt. Das wird momentan alles so runtergespielt. Aber wir sind halt in anderen Ländern auch deutlich weiter, Großbritannien und vor allen Dingen in den USA. Dadurch, dass die Pfizer-Papiere öffentlich gemacht worden mussten, die sie ja über 70 Jahre gerne hätten geheim gehalten, da wird schon vieles, wird eigentlich klar. Und irgendwann, das wird momentan natürlich hier überhaupt nicht berichtet, aber irgendwann wird das aus den USA hier rüberschwappen, zwangsweise. Und dann wird man das hier auch nicht mehr verleugnen können. Deswegen, das ist alles eine Frage von, denke ich, nur noch Wochen. Und danach wird keiner mehr im Herbst mit einer Impfung gegen Corona kommen. Also vielleicht versuchen sie dann einen anderen Virus, aber da muss erstmal ein Impfstoff da sein. Ich denke, das geht sich zeitlich nicht mehr aus. Ich denke, diese Sache ist gegessen. Wir haben jetzt ja auch die neue Thematik, wo wir gleich drauf kommen, nämlich die bösen Russen. Und da ist ja dann gleich schon wieder die nächste Spaltung da. Ja, das macht, also im Endeffekt geht's immer wieder um dasselbe. Ich glaube den Massenmedien und der Politik oder ich glaube ihnen nicht. Und wer denen nicht glaubt, der ist dann relativ schnell ein Böser. Weil jetzt sind natürlich diejenigen, die auch nicht sagen, ich finde den Krieg toll. Das ist genau, wie es kaum Leute gab, die gesagt haben, es gibt kein Corona. Aber momentan wird ja jeder, der sagt, jetzt wartet aber mal ab, warum macht Russland denn das? Nicht? Und was war denn da eigentlich in Butscha gewesen und so weiter, da bist du sofort der Böse und nein, du findest ja den Krieg gut und du findest Putin gut und der ist doch der große Schlechter. Also das ist genau wieder dieser selbe Spaltpilz, der gesät wird jetzt und ganz gezielt auch. Ja. Ja, wie du richtig sagst, dann gehen wir gleich mal rüber zum Thema, das ja momentan allgegenwärtig ist, Ukraine, Russland und auch ein bisschen Polen.
Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, rein objektiv, als diese Corona-Schallplatte, die wir jetzt gerade in den letzten 20 Minuten abgehandelt haben, schon in der Endrille knisterte und in den Niederlanden ja als erstes alles aufgehoben wurde, dann musst du nicht einmal mehr in Quarantäne, wenn du positiv bist. Ja, wie auf Bestellung kam dann auf einmal Putins Aggression unter Anführungszeichen gegen die Ukraine. Naja, was mich halt ein bisschen verwundert, das Framing ist uns beiden, glaube ich, und unseren Zuschauern klar. Darüber wollen wir nicht reden. Mich wundert nur, warum hat Putin nicht schon damals, also 2014, als er auf der Krim für Tatsachen gesorgt hat, nicht auch dieses Problem mit der Region Donbass, um die es hier primär geht, wo die Bodenschätze sind, wo sich einige westliche, Burisma Holding etc. Menschen viel erwartet haben und bis heute leider ins Leere schauen und ein Blatt Papier haben, der ein oder andere deswegen schwer dem Alkoholismus verfallen sein soll, Stichwort Hunter. Ja. Wie siehst du das? Warum hat er nicht schon 2014 das gemacht, was er jetzt getan hat? Na gut, er hat damals die Krim, das war ja ein erklärtes Ziel des Westens, die wollten natürlich sehr gerne die Krim haben. Das hat er ja damals gemacht. Und im Endeffekt habe ich ja schon gesagt, die starke Vermutung ist, dass ihn irgendwas dazu gebracht hat, dass er halt voll reingehen musste. Und das hat so wohl auch der Westen nicht erwartet. Also die erste Aktion, also es ist ja immer klarer, dass wohl tatsächlich die Ukraine einen Angriff auf den Donbass gestartet hätte Anfang März. Ja. Dann hätten wir den Krieg so oder so gehabt. Ja, wobei man auch ganz klar sagen muss, die Ukraine macht gerade überhaupt gar nichts, wenn nicht aus gewissen Herrschaften in den USA das so sagen. Ja, also die Ukraine ist überhaupt nicht in irgendeiner Form selbstständig unterwegs. Das ist jetzt ja sogar einem französischen Reporter aufgefallen. Das ist sehr interessant. Der hat das in einem Artikel geschrieben. Der war nämlich mit Söldnern, also mit fremden Kämpfern in der Ukraine, von der Fremdenlegion, da rennt ja alles Mögliche rum in der Ukraine, die da gegen die bösen Russen kämpfen. Ja? Und er hat ganz klar gesagt, und da war er auch erstaunt, dass das ganze Kommando, das sind die Amis. Also die Ukrainer machen da nichts. Die Amis haben das alles in der Hand. Punkt. Das ist schon mal sehr erstaunlich. Ja? Hat der gesagt, ein Franzose, der jetzt nicht unbedingt auch Putin oder Russland freundlich ist, der wie gesagt mit der Gegenseite ja vor Ort war, aber der hat in dem Artikel geschrieben, dass er da ziemlich erstaunt war. Der hat nur gesagt, die Amis haben hier das Kommando. Punkt. Ja. Also deswegen, die Ukraine macht das, was sie gesagt kriegt. Ja, also der Herr Zelensky und die und Leute. Zelensky, Entschuldigung, ich da kurz einen Gag. Ich fand es so lustig, dass dieses Z von den Russen jetzt bei euch verboten wurde in Deutschland, wenn man da dieses böse Z, das ist jetzt verboten worden. Also es gibt noch die Polizei. Und den Herrn Zelensky. Und der Zelensky, das passt ja wirklich eigentlich besser als Zelensky. Der ist wirklich Zelensky. Und er schreit wirklich nach Hilfe überall, der Herr Zelensky. Und dann diese Fotos, die da, habe ich schon mal erwähnt, beim letzten Ding, ich weiß nicht, dieses Waldstück, da gab es ja so Fotos, wo er sich so ganz martialisch, kämpferisch in einem Tarn-Military-Outfit angeblich an der Front gezeigt hätte. Ja, das sah ja aus wie irgendein verlassenes Waldstück, irgendwo beim Paintball-Spielen mit drei Kollegen, ja, irgendwo hingestellt. Da war so ein netter Tarnzelt war da und drei Kollegen in Military-Look, aber sonst, wo war da die Front, ja? Aber der Zelensky voll im Paintball-Outfit. Und dann ist ein Foto von einer Miss Ukraine aufgetaucht, auch vor diesem angeblich kaputten Gebäude, super Photoshop, mit einem M4-Sturmgewehr. Das Problem war, dieses M4-Sturmgewehr, das ist jetzt wirklich ein Paintball-Markierer gewesen, weil ich habe geschuldet, das war keine echte M4. Und natürlich sie so auf, ja, sie verteidigen jetzt auf Biegen und Brechen ihr Heimatland. Also diese Propaganda, die es natürlich auch auf der anderen Seite gibt, das dürfen wir jetzt nicht aus Acht lassen. Der Russe macht auch Propaganda, der hat das auch drauf. Aber wie hier im Westen umgegangen wird, angefangen mit der Bild-Zeitung, mit diesen Taipei-Towers, ja, ich meine, da frage ich mich als alter Fernsehmacher, ich meine, da kann ich doch ein bisschen kreativer sein, oder? Da setze ich mich doch nicht mit Katja Schnittraum, schau auf YouTube, ich baue jetzt irgendein Hochhaus, Taipei 2000, nimm das 1:1 und zack, präsentiere das dann den Zusehern als bare Münze Kiew 8:7. Was soll der Schwachsinn? Das ist ja unglaublich.
Es ist in unseren Massenmedien reine Kriegspropaganda, das kann man nicht anders bezeichnen. Die ist teilweise flach, teilweise ist etwas geschickter. Es wird alles versucht, natürlich momentan die Russen ganz allgemein, aber insbesondere natürlich Wladimir Putin als die absolut Bösen darzustellen. Der negative Gipfel war bei uns von der Baden-Württemberg, die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, die für die Schulen da eine Broschüre rausgegeben hat, wo man einen Cartoon sieht am Anfang. Viele werden ihn wahrscheinlich schon in alternativen Medien gesehen haben, aber das ist kein Fake. Die haben den wirklich rausgegeben, wo dann Soldaten, russische Soldaten drin sitzen und sie sehen aus wie normale Menschen. Es sind aber blutrünstige Monster oder so, steht da. Also unterste Schublade. Und also in einer Wortwahl, die wir eigentlich hier nicht mehr so haben wollten, egal gegen wen, selbst wenn, wie gesagt, vieles davon wahr wäre. Aber es wird momentan hier natürlich auch viel erzählt, was einfach nicht stimmt. Und es gibt momentan, ja, ich habe vorher schon befürchtet, und nicht nur ich, sondern viele, dass es False Flags geben wird. Und dann kam ja als großes Katastrophe, was meiner Ansicht nach sicherlich auch eine war für die Menschen, die es getroffen hat, nämlich eben das Butcher, ja, auch ein interessanter Name. Butcher ist ja im Englisch der Metzger, und also man fragt sich halt auch, ob das alles ein Zufall ist, aber sei es drum, wo ja uns dann ab 4. April in unseren Massenmedien erzählt wird, die Russen hätten da 300 Leute abgemurkst, einfach so, Zivilisten großteils. Und das Problem ist nur, dass eben die Russen am 30. März abgezogen sind und am 31. März der Bürgermeister von Butscha in einem ukrainischen Video, also das haben nicht die Russen rausgebracht, das Video, sondern das ist sogar von denen selbst, sich gefreut hat, dass die Russen weg sind, und nichts von irgendwelchen Toten. Und zwei Tage später gibt's ein weiteres Video von der Polizei von Butscha, die da durchfährt und wo man auch die Zerstörung sieht, aber keine Leichen. Ja, und da waren die Russen weg. Und diese zwei Videos, die werden auch momentan von allen Faktencheckern, so wie ich es gesehen habe, vielleicht irre ich mich, komplett ignoriert. Ja, im Gegenteil, weil ich habe jetzt auch so einen interessanten Dialog von einer Freundin, die mit einem Bekannten von sich darüber gesprochen hat, der sehr mediengläubig ist, und dann hat sie mal einen letzten Denkbrief geschrieben, wo ich das aufgeführt habe, und da kam einfach als Antwort zurück ein Bericht von einem Faktenchecker vom Bayerischen Rundfunk. Der Witz war aber, in diesem Faktencheckerbericht ging es darum, dass angeblich, also dass natürlich diese Leichen nicht nur gefaked waren und sich bewegt haben. Das habe ich nie gesagt und nie geschrieben. Ja, ich gehe davon aus, dass die Leichen echt waren. Ja, aber über die Videos wurden da auch nicht berichtet. Also sprich, der hat entweder meinen Text nicht gelesen oder er hat sich den Faktenbericht nicht angeschaut, den sogenannten. Ja, anstatt dessen, dass man, also das wäre jetzt die Aussage. Leute, dann erklärt uns mal, wie das sein kann mit den Videos. Aber das passiert nicht. In unseren Massenmedien wird dann erzählt, also einmal, dass halt irgendwelche Satellitenbilder werden gezeigt, wo man irgendwelche Toten sieht, wo ein offensichtlich gefälschtes Datum eingefügt wurde. Das wurde da auch beim Lanz gezeigt, ja, wo selbst das Pentagon, da es wurde nämlich gefragt in der Pressekonferenz nach diesen Satellitenbildern, die waren da sehr reserviert beim Pentagon. Das wollten sie sich dann auch nicht anhängen, so eine schlechte Fälschung, ja. Und dann kam jetzt noch ganz um den Medien, ja, der Bundesnachrichtendienst hätte, also wie war es, der Tagesspiegel hat berichtet, dass der Spiegel Informationen hätte, und der Spiegel hat auch geschrieben, sie hätten Informationen, dass der Bundesnachrichtendienst russische Funksprüche abgehört hätte, die das bestätigen sollen, mutmaßlich. Ja, das ist das, was sie gesagt haben, und die Leute hören das mutmaßlich nicht. Es wird versucht, der Bundesnachrichtendienst, die Frage, weiß der überhaupt davon was, was er da angeblich abgehört hat? Hat das vielleicht selbst? Das ist ein Nachrichtendienst. Aber das wird jetzt versucht, mit solchen Geschichten dieses Narrativ zu retten, was eigentlich schon tot ist. Ja. Aber Peter, weißt du, die schlimmste Propagandageschichte, die habe ich heute gelesen, oder war es gestern, in der Zeitung stand, ein russischer Soldat, ein einfacher Soldat, den hätte der ukrainische Geheimdienst abgehört, man hätte das Telefonat abgefangen, der hätte zu Hause angerufen bei seiner Ehefrau, ein einfacher russischer Soldat, und hätte seine Ehefrau um Erlaubnis gefragt, ob er jetzt ukrainische Frauen vergewaltigen darf. Und sie hätte gesagt, natürlich, mein Schatz, mach das. Ich meine, hallo? Was? Einmal abgesehen, was?
Natürlich, ein Ukrainer, der würde zwar, also erstens einmal fangen wir an, natürlich wird jeder Soldat abgehört. Okay, mag sein, dass man zufällig einen russischen Soldaten abfängt. Ja, mag sein. Aber der würde natürlich zu Hause anrufen und fragen, du Mausilein, Schatzi, darf ich eh nicht nur fremdgehen, sondern vergewaltigen auch noch, ja, weil es so lustig ist. Und sie, ja, mein Schatz, mach. Das ist ja, das ist furchtbar, weil es eben so heavy, das ist für mich so. Das also man muss natürlich ganz klar sagen, ich meine, da ist ein Krieg und natürlich machen die Russen auch nicht immer nur schöne Sachen. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, aber es wurde ja von Anfang an, am Anfang wurde es auch von der ukrainischen Regierung noch zugegeben, sie haben die ganze Zeit versucht, die Zivilbevölkerung massiv zu schützen. Völlig anders, wenn man vergleicht, wie damals die USA im Irak und so weiter vorgegangen sind. Denen war die Zivilbevölkerung völlig egal. Da ist ja auch Uranmunition eingesetzt worden, genauso wie in Serbien, ja. Das sind alles so, da sterben heute noch oder sind immer noch verkrüppelte Kinder werden geboren, weil damals die Uranmunition von dem tollen Westen eingesetzt wurde. Ja, da redet aber keiner drüber. Das ZDF hatte mal eine Dokumentation gemacht, die war nur ganz kurz in der Mediathek, dann war sie weg, hat man nie mehr wieder was drauf gehört, weil das macht so. Der Westen ist ja der Gute, nicht? Und wie gesagt, natürlich auch die Russen versuchen, aber die haben, das war ja auch die ganze Zeit so, warum funktioniert da noch der Strom, warum funktioniert denn da noch das Internet? Normalerweise wäre das das Erste, was ich lahmlegen muss. Und die Russen hätten auch die Möglichkeiten dazu. Genauso haben sie sehr lange damit gewartet, die Treibstoffreserven zu bombardieren, weil das natürlich auch die normalen Ukrainer dann betrifft. Ja? Aber jetzt haben sie angefangen, einfach damit das aufhört, die ganze Geschichte, ja, weil wenn die ukrainischen Panzer keinen Treibstoff mehr haben, dann ist es relativ schnell vorbei. Aber auch da hat man lange gewartet. Und hier wird momentan es so dargestellt. Und der Witz ist ja bei den Ukrainern. Und da muss man natürlich auch unterscheiden. Die ganze ukrainische Armee ist auch nicht so. Aber da gibt es halt die berühmten Azov-Brigaden und ein paar andere. Und die haben ja im Endeffekt, das wird ja auch gar nicht bestritten, Kriegsverbrechen begangen. Die haben russische Soldaten, Gefangene ermordet, die vorher noch gequält, haben das auch gefilmt und selbst ins Internet gestellt. Ja, und der tolle Präsident Zelensky oder Elensky, wie du so schön sagst, ohne Z, ja, der hat sich nicht etwa darüber aufgeregt und hat nicht etwa gesagt, nee, also das muss sofort aufhören, diese Verbrechen. Nein, der war nur sauer, dass das im Internet war. Ja, und das sind halt die Dinge, und das ist überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja, genauso wie hier momentan versucht wird, diese Azov-Brigaden kleinzureden und so, naja, das sind ja alle nicht so schlimm und so weiter, ja, also das ist wirklich der Hammer, ja, und diese Leute, die kennen wirklich gar nichts, auch gegenüber den eigenen Menschen nicht, und es ist relativ klar, das deutet sich immer mehr an, dass eben in Butscha wohl dann am 2. April da Kollaborateure zur Strecke gebracht wurden. Ja, und das, ja, und aber hier, das wollen die Leute nicht hören und teilweise dürfen, das ist halt der nächste Punkt. Ich meine, Russland hat jetzt auch einiges verboten, aber sie haben immer im zweiten Schritt das gemacht. Aber hier wird ja alles gnadenlos zensiert, Russia Today, und da muss man auch ganz klar sagen, das ist vorher passiert. Ja, also zuvor runtergeflogen, bevor Russland einmarschiert ist. Ja, und bei euch in Österreich ist es ja noch eine Nummer härter. Ne? Ich wollte gerade sagen, es ist unter Strafe gestellt. Wenn es weitergibt aus Russia Today, da hat man ja gleich eine Riesenstrafe an der Backe. Richtig, man bekommt ja Geldstrafe, wenn man das jetzt teilt. Von Russia Today oder Sputnik News Artikel bekommt man hier in Österreich eine Verwaltungsstrafe. Das ist der Knaller. Ich wollte dazu kurz einhaken, weil im Chat jemand fragt wegen der Doku. Es war ja der Frieda Wagner, der damals für das ZDF auch diese Doku machen wollte und dann selber rausgebracht hat. Die heißt Deadly Dust, glaube ich, Todesstaub, für diejenigen, die sie noch nicht kennen, da geht es genau um diese Uranmunition und dieses depleted Uranium, das nach wie vor in den Ländern ganz schlimm Basra im Südirak oder nach wie vor auch in Serbien oder generell in der Region Ex-Jugoslawien, das ist angesprochen. Und der Russe hat da anfangs eher versucht, da wollte ich eigentlich eher so chirurgische Eingriffe zu machen. Er hat sich auf Biokampfstofflabore konzentriert. Also wirklich sensible, militärstrategisch sensible Einrichtungen. Und ganz wieder ein Stückchen Propaganda war ja dann die Schlacht um Mariupol, die ja bis heute noch ein bisschen hin und her geht, da ein Evakuierungskorridor. Hätten die Russen gesagt, ja, da ist der Korridor, und dann hätte man laut westlichen Narrativ
das vermied, natürlich. Das macht der Russe so plump. Ja, von den Augen der Journalisten sagt der Russe, liebe Leute, da ist es der Korridor, geht's da und legt er noch die Minen hin. Natürlich. Also ich meine, für wie dumm, mein Krieg ist, da bleibt niemandem was schuldig. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber für wie plump und wie doof das, also die Propaganda geht von ganz, ganz doof bis hin zu wirklich ganz, ganz perfide Übel, wie mit diesem Telefonat Vergewaltigung, wo ich mir denke, boah, das ist richtig, das ist unterste Gürtellinie, oder mit dem Elensky-Schwachsinn da. Aber jetzt eine Frage, die sich sehr viele stellen, warum hat Putin überhaupt, diese Volksrepublik, die war geplant, also wir wissen heute, die Ukrainer wollten mit Unterstützung, mit Söldnern, sich diese Region Donbass wieder, und auch die Krim vermutlich da zur Gegenoffensive einholen. Aber warum hat Putin dann für viele so irrational gehandelt und sich jetzt eingebildet, er muss jetzt da weiter Richtung Kiew marschieren? Also ich denke, das hat was damit zu tun. Also es gab ja so eine zweistufige Geschichte. Ja, am 22. Februar hat er ja den Donbass anerkannt, die zwei Republiken, und hat auch militärische Hilfe dafür zugesagt. Und das hätte, glaube ich, auch gereicht, einfach um eben diesen Angriff abzuwehren beziehungsweise erst gar nicht stattfinden zu lassen. Zumal der ja auch schon angefangen hatte. Also der Beschuss hatte ja schon eine Woche, bevor Putin überhaupt einmarschiert ist, hatte ja schon massiv zugenommen gehabt wieder, was ja 8 Jahre so lang gelaufen ist mit 15.000 Toten. Haben wir das letzte Mal ja drüber gesprochen. Ja, aber irgendwas ist dann wohl rausgekommen, meiner Ansicht nach, was dazu geführt hat, dass es eben größer werden musste. Und ich denke, gerade diese Biowaffenlabore, die meiner Ansicht nach nachgewiesen sind, weil die Amis, die Nuland hat es zugegeben, und auch, dass da Sachen drin sind, die die Russen besser nicht finden sollten. Das haben sie, hat sie vom Kongressausschuss gesagt, weil sie da auch vereidigt war. Da konnte sie schlecht lügen. Aber auch eben die Webseite der Botschaft, der US-Botschaft in der Ukraine, wo sie ja diese Biowaffenlabore sogar drauf hatten. Wobei das natürlich da nicht Biowaffenlabore waren. Das ist ganz klar. Das war ein bisschen anders umschrieben. Aber sei es drum. Also die sind definitiv da gewesen. Und jetzt gibt's natürlich Gerüchte, da muss man jetzt vorsichtig sein, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass damit eine Riesenschweinerei geplant gewesen waren und dass man wahrscheinlich einfach unter anderem deswegen keine Zeit mehr hatte. Und was sich jetzt ja immer mehr offensichtlich zeigt, ist Mariupol. Es gibt natürlich auch viele, viele Gerüchte, aber es fällt schon auf, dass ich da mit den, was das mit den Korridoren genannt, dann, also es deutet sich an, dass da unter einem Stahlwerk wohl so ein Labor sich befindet, wo auch sehr, sehr viele westliche Militärs und andere Leute drin sind, die man mehrfach versucht hat, wohl zu evakuieren mit Hubschraubern, die aber abgeschossen wurden. Und ja, dann der Macron hat ja immer angerufen, weil da sind wohl einige Franzosen drin und angeblich auch Deutsche. Aber das, wie gesagt, da ist, können wir nicht reinblicken, ja. Aber da ist irgendwas mit Mariupol. Da ist natürlich, Mariupol ist auch Hauptstandort der Azov-Brigaden. Wahrscheinlich hat man die genau deswegen dahin gepackt, weil die bis auf den letzten Mann wirklich alles verteidigen werden. Da wird es noch interessant, was da rauskommen wird. Das ist für die Stadt natürlich ganz schlimm, weil also da steht wirklich nicht mehr viel. Das haben die Russen bei praktisch allen anderen Städten ja vermieden. Die sind ja nicht reingegangen, ja. Aber da musste man wohl, ja. Und dann geht's natürlich auf Häuserkämpfe und man die Azov-Brigaden. Das ist auch nachweisbar durch Bilder und Filme. Die sind, glaube ich, auch nicht gefälscht. Die stellen da ihre Panzer zwischen Wohnhäuser und gehen in die Wohnhäuser rein, irgendwo in Hochhäuser, um von da aus dann zu schießen. Dann ist natürlich irgendwann der Punkt erreicht, wo man darauf keine Rücksicht mehr nehmen kann, wenn man da irgendwann nochmal dieses Ganze beenden möchte. Deswegen haben die Russen dann da halt auch entsprechend zugeschlagen. Allerdings hat man versucht, wie gesagt, mehrfach die Leute rauszuholen. Allerdings, und das ist halt bei den Azov auch relativ klar, das haben auch genügend Leute mittlerweile gesagt, dass die nicht rausgelassen haben, weil die natürlich als menschliche Schutzschilde gerne brauchen. Ja? Und ich will jetzt auch nochmal was sagen, ich kriege ja momentan auch den einen oder anderen Zuschrift, dass wir jetzt so, dass ich zu Russland freundlich wäre und dass ich Putin auf den Leim gehen würde und deren Kriegspropaganda, und dann ganz explizit hat einer geschrieben, die Kriegspropaganda von Antispiegel von Thomas Röper, der würde ich auf den Leim gehen.
Und dazu kann ich nur sagen, also ich bin etwas erschrocken, wie doch eigentlich aufgeweckte Leute momentan dann doch wieder unseren Massenmedien glauben. Ja, und der Putin ist ja doch da ganz böse. Und der Thomas Röber, den kann ich halt auch persönlich und ich halte ihn für integer. Er hat natürlich, er sagt ja, er übersetzt russische Meldungen. Klar, Russland sagt auch nicht immer die reine Wahrheit, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber viele Sachen von dem, was er im Endeffekt schreibt oder auch selbst erkennt, das kann er belegen. Interessanterweise insbesondere bei diesen Biolaboren, das jetzt ja wohl, und da kommt jetzt der Hunter Biden ins Spiel, der ja wohl über eine Firma das Ganze finanziert hat. Aber diese Geschichten, die hat, weil der Thomas Röber hat ja ein Buch Inside Corona rausgebracht, wo er aus öffentlich zugänglichen Quellen, die muss man nur finden, und hat dann eine Software benutzt mit einem anderen Kollegen zusammen, diese Sachen, die jetzt da rauskommen, die hat er schon lange vor dem Einmarsch der Russen recherchiert gehabt, das ist alles nachweisbar mit den Biolaboren und der Finanzierung aus den USA, das ist alles nachweisbar. Und das sind nicht Geheimpapiere, das ist teilweise öffentlich zugänglich, wenn man weiß, wie man suchen muss. Das war immer das Problem. Ja, und ich sage halt, der Thomas Röper kann das vieles von dem, was er halt sagt, auch belegen. Ja, ganz abgesehen davon, und deswegen, ich kenne ihn, ich glaube ihm, er war jetzt beim Donbass gewesen, er ist jetzt gerade wieder in Mariupol gewesen und hat ist natürlich mit den Russen da und hat aber auch da mit Leuten vor Ort sprechen können. Ja, und ich glaube, wenn er dort hören würde, die Russen sind ganz böse, ich glaube, er würde das nicht völlig verschweigen. Vielleicht würde er es etwas schön färben. Aber im Endeffekt, viele Menschen dort sind von der ukrainischen Armee und nicht begeistert, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, also deswegen. Und das ist ja genau der Punkt. Warum kriegen wir das hier? Also man kann sich den Thomas Röper noch anschauen mit Antispiegel. Das ist noch nicht zensiert, aber es ist auch die Frage, wie lange das noch dauert. Ja, bei euch würde es wahrscheinlich schon, weil er ja Russia Today weit wiedergibt, würde es ja sofort eine Geldstrafe geben. Ja, und ich sage halt einfach ganz klar, an ihren Taten werdet ihr erkennen, wer zensiert, wie bei uns hier gerade in Deutschland und im Westen, der hat Dreck am Stecken. Wer hat denn früher immer zensiert? Das waren immer die Diktaturen, die totalitären Systeme, weil die müssen eine Ideologie, die müssen ein Narrativ durchbringen. Und alles, was dagegen spricht, das dürfen die Menschen erst gar nicht hören. Die sollen nämlich nicht nachdenken. Und das ist einfach ganz klar zu erkennen, wenn hier so hart zensiert wird, dann hat der Zensor, ist im Unrecht. Der hat einen Grund, warum er zensiert. Ne? Ja, ich finde es ja ganz, ganz, wie du sagst, ich meine, das begann ja mit dem Covid-Irrsinn schon ganz massiv, ja, und jetzt zieht sich das weiter. Wehe, du verbreitest auch nur irgendwie was Pro-Russisches, dann bist du sofort in Österreich noch ganz massiv, wie erwähnt, da geht's dann hin zur Verwaltungsstrafe, also da bist du, das ist schon vollkommen geisteskrank. Und diese Sender sperrt. Währenddessen bei uns das Bild, also hier im Westen gesagt, wird Putin sitzt irrational, isoliert, alleine in seinem Kommandostand. Er ist schon so paranoid, dass wer andere das Essen vorkosten muss. Und er ist total isoliert und die Leute wissen nicht mehr, wie sie mit ihm umgehen sollen. Und was natürlich jetzt schon sehr eine Gefahr ist, dass natürlich der Westen auf Biegen und Brechen versuchen wird, jetzt in Russland selbst, was er ja auch macht, Demonstrationen zu organisieren, um da einen Regime-Change irgendwie zu provozieren. Weil nur mit den Sanktionen, da schießt sich der Westen sowieso ins eigene Knie, aber zu dem kommen wir dann auch gleich als nächsten Punkt. Aber mit dem Ganzen, da hat Putin schon ein enormes Risiko. Also was mir halt im Herzen wehtut, ist, dass, und das ist schon Fakt, er hat jetzt dieses, genau wenn wir uns an George Friedman erinnern, Stratfor, das Aussage beim Chicago Council on Security Affairs 2014. Es war schon immer das Bestreben dieser Eliten, schon seit Hunderten von Jahren, Deutschland von Russland wegzutreiben. Und genau diesen Spaltkeil, den die NATO eigentlich bis dato nicht geschafft hat, das hat der Putin jetzt halt unfreiwillig selbst vollzogen. Weil das vielleicht musste, aber er hat es de facto vollzogen. Er ist jetzt als Persona verbrannt, leider bei uns. Also, oder wie siehst du das? Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so wild. Also im Endeffekt, ich denke, auch da wird in den nächsten Wochen und Monaten extrem viel passieren. Ich komme gleich noch drauf. Aber eins ist mal klar. Ich habe vorhin über die
über Event 201 gesprochen, die Johns Hopkins University, die das alles vorher geplant haben, wie es so passiert ist. Für das, was mit der Ukraine jetzt passiert und mit Russland, da gibt's auch so ein Papier. Da gibt's nämlich die RAND Corporation. Das ist ein Think Tank in USA, die sich ja auch selbst rühmt, mit zum Zusammenbruch der Sowjetunion beigetragen zu haben. Ja, und die haben am 19. September oder 5. September 2019, also September 2019, vor dem Repräsentantenhaus einen Vorschlag eingebracht. Da gibt es eine Studie, was man alles machen kann, um Russland klein zu kriegen. Das wird auch ganz offen so gesagt. Und es gibt auf deren Webseite, kann man die 12-seitige Zusammenfassung davon runterladen. Und im Endeffekt ist da der Fahrplan, was seitdem passiert ist. Da steht alles drin. Da steht drin, dass die Europäer gefälligst Flüssiggas von den Amis kaufen sollen und nicht mehr von den Russen. Da steht drin, dass Weißrussland destabilisiert werden sollte. Ist nicht passiert. Das wollten sie ja auch. Der Lukaschenko, da war ja, aber das wurde gestoppt. Da steht drin, dass Russlands Einfluss in Mittelasien weg sein soll. Thema Kasachstan hatte man auch probiert. Da steht natürlich drin, dass man, genau was du gesagt hast, die Proteste gegen Putin, gegen die aktuelle Regierung antreiben soll. Aber da hat Putin, deswegen mache ich mir da momentan gar keine Sorgen, weil das läuft immer über einschlägige NGOs und die hat Putin rausgeschmissen schon vor längerem. Der ist ja auch nicht doof. Ja, im Gegenteil, der ist einer der intelligentesten überhaupt von diesen ganzen Leuten. Und deswegen haben sie da nicht mehr so den Griff dran. Ja, also das ist alles gescheitert, das steht da alles drin. Und an erster Linie, an erster Stelle, und da haben sie auch so schöne Bewertungen, das kann man sich runterladen. Ich werde den Link mal auf meinem Telegram-Kanal auch reinbringen. Da haben sie so schöne Bewertungen. Wie effektiv ist das? Wie groß ist die Chance, dass es Russland schadet? Wie hoch sind die Kosten? Wie hoch ist das Risiko für uns? An erster Stelle steht, tödliche Waffen oder tödliche Methoden an die Ukraine zu liefern. Das ist das Erste, was auch aus deren Sicht am effektivsten ist. Dann haben sie noch eine Riesenliste von militärischen Maßnahmen, wobei sie offiziell natürlich nie einen Krieg machen wollten, ja, aber eine Riesenlatte von militärischen Maßnahmen und fast alles von dem, was da vorgeschlagen wurde, ist ganz genauso passiert. Auch unser Kanzler hat ja vor dem Deutschen Bundestag im März gesagt, dass diese Sanktionen, die wir jetzt haben, dass die ja detailliert schon seit Monaten geplant wurden. Ja, also da passiert wenig. Momentan ist ja, viele Leute glauben ja, dass jetzt der Putin völlig überraschend die Ukraine überfallen hat und jetzt machen wir halt ganz schlimme Sanktionen, die jetzt dann, weil der so böse ist. Das ist das Narrativ, aber es ist nachweislich so, dass das vom Westen schon lange so geplant wurde. Der Putin hätte wahrscheinlich, man hat ihn ja seit Jahren, hat man Russland provoziert an allen möglichen Stellen. Ja, und du hast es genau richtig gesagt. Warum hat Putin nicht 2014 schon was gemacht? Ja, gute Frage. Ja, vielleicht hätte er es machen sollen. Aber das war eigentlich immer, und damals war aber noch, und das muss man ganz klar sagen, Obama Präsident. Damals waren die White Hats noch nicht so weit, glaube ich, wie sie jetzt waren. Und dann hätte man, weil das Ziel war, das erklärte Ziel war der Dritte Weltkrieg. Und das hat der Analyst Armstrong jetzt auch so schön gesagt, der Westen braucht diesen Dritten Weltkrieg. Der braucht keinen Atomkrieg, der ist nie geplant. Aber ein großer Krieg in Europa ist geplant gewesen. Darf ich da kurz einhaken, Peter, weil du das angesprochen hast, die Situation 2014. Was schon auffällig ist, ist immer, wenn in Amerika, und das ist auch dieser Frank Höfer aufgefallen von Novis, aber mir auch, immer wenn in Amerika die Demokraten an der Macht sind, dann geht es immer irgendwie gegen Russland. Während es bei den Republikanern eher in Richtung Middle East, Iran, also in diese Ecke geht. Also war das ja eigentlich aufgelegt. Vielleicht hat sich dann aufgrund der Situation Trump einiges natürlich, das war ein wesentlicher Faktor. Wahrscheinlich war Putin vielleicht da sich ein bisschen zurückgenommen gehalten hat. Aber man hätte es halt tun sollen. Ne? De facto hätte es jetzt rückwirkend betrachtet, ist man natürlich immer schlauer, aber man hätte das in einem Aufwasch eigentlich gleich erledigen sollen, weil es ist ja seitdem in diesen 8 Jahren in der Region auch viel nach wie vor passiert, was halt medial dann nicht mehr so den Fokus und die Breite irgendwie erreicht hat. Aber die Gräueltaten gingen ja nach wie vor weiter. Allerdings muss man halt auch eins sagen, und das betone ich immer wieder, es gibt mehrere Ebenen bei dieser ganzen Geschichte. Die erste Ebene, die für jeden sichtbar da liegt, ist natürlich die geopolitische, politische Ebene.
Aber das ist nicht die entscheidende. Und das, was viele Leute überhaupt nicht verstehen, weil sie nicht dran glauben wollen, weil sie es nicht wissen wollen, es wird momentan der tiefe Staat in Europa bekämpft durch diese ganze Aktion. Und das macht jetzt halt auch die russische Armee, sagen wir mal, nicht ganz so offen, aber es passiert momentan, das hört man so viel, was auch hier in Deutschland werden momentan Nester ausgeräuchert vom Militär. Ja, das läuft dann aber etwas, man hört nur die Schläge, man hört die Explosionen. Es gibt momentan, was glaubst du, was wir hier momentan, Weltkriegsbomben finden. Ständig werden irgendwelche Gebiete abgesperrt, wo keiner mehr drauf darf. Und dann müssen die auch immer, früher, ich kann mich erinnern, es wurden früher ganz, ganz selten, es gab es ja immer mal, dass bei Bauarbeiten Blindgänger gefunden wurden, ganz, ganz selten mussten die gesprengt werden. Momentan müssen die alle gesprengt werden aus irgendeinem Grund. Ja, das nur so am Rande. Und in der Ukraine, und das ist relativ offensichtlich, weil spätestens seit 2014 ist das kein Rechtsstaat mehr, der war vorher schon korrupt, der Laden. In Russland ist auch noch Korruption. Also wie gesagt, das ist auch noch die Überbleibsel aus dem alten Ostblock, aus der Sowjetunion. Aber die Ukraine ist seit eben dieser Maidan-Putsch passiert ist, ein rechtsfreier Raum. Ja, wo sich, das weiß ich auch aus erster Hand von jemandem, der deswegen aus der Ukraine weg ist, weil er da teilweise in Gefahr lief, erschossen zu werden mitten auf der Straße, weil halt irgendwelche Banden oder irgendwelche Leute da irgendwas gemacht haben und das hat keinen mehr interessiert. Ja, also, und das heißt, ein Großteil der Ukrainer ging es auch nicht gut. Das ist eigentlich ein reiches Land in vielerlei Hinsicht. Ja, und trotzdem vielen Ukrainern ging es gar nicht mehr gut. Ja, weil man eben aus mehreren Gründen, aus geopolitischer Sicht, das hat Brzezinski ja schon gesagt, die Ukraine brauche ich, dann habe ich Russland an der Wickel, am Wickel. Ja, das war, stand in seinem Buch, das große Chessboard, The Grand Chessboard, stand das schon drin in den 90er Jahren. Ja, die Ukraine brauchen wir. Aber der tiefe Staat hat sich da festgesetzt und hat da alles gemacht, was er woanders im Westen noch nicht so machen konnte. Thema Biolabore. Da wurden viele Sachen gemacht, die man nicht machen darf, sonst wo oder nicht machen wollte. Und viele Dinge auch. Und das wird jetzt aufgeräumt. Und das Spannende ist halt, dass mir das wirklich jemand aus der US-Army, der hat das gesagt. Der hat gesagt, das ist geplant. Ja. Ein aktiver Soldat aus der US-Armee, der auch nicht ganz, ganz gering ist. Ja, das ist schon erstaunlich. Ja, und er hat ja noch mehr gesagt. Und dann kommen wir nämlich zu dem, was dann da auch noch stand. Er hat nämlich gesagt, es ist die Ukraine, das Russland, das wird irgendwann auch zu Ende sein. Ich denke noch nicht am 9. Mai, wenn man aus der geistigen Welt so hört, so im Juni könnte das vorbei sein mit der Ukraine. Zumindest, dass man dann einen eine Art Waffenstillstand hat, wirklich gelöst, ist da noch nicht so viel, aber sei es drum. Er hat gesagt, die Chinesen werden sich Taiwan holen. Das hat auch Trump schon so angedeutet. Ja. Er hat gesagt, Georgien käme noch dran. Da gibt's ja auch, das weiß man, auch das eine oder andere Biowaffenlabor. Ja. Mhm. Und dann hat er aber auch noch drei weitere Länder genannt. Nämlich Polen, Deutschland und die Schweiz. Ja, das ist spannend. Wobei er ganz klar gesagt hat, Deutschland, Schweiz, kein Krieg. Ganz kurz möchte ich jetzt einhaken. Was ja sehr interessant ist, ist, dass die Ukraine ja auch eines der Zentren in Sachen Menschenhandel ist, also eine Durchgangsschleuse. Kinderhandel, du kannst ja die ganzen Kinder, die da, und da gibt es ja auch Mainstream-Berichte, wo ukrainischen Müttern die Kinder entzogen werden und die werden dann in irgendwelchen Pflegeheimen untergebracht und dann weitervermittelt gegen viel Bares an westliche Pärchen, egal ob jetzt gegen Geld, alles super legal, easy cheesy, kann man sich ein Kind kaufen aus der Ukraine oder eine Ehefrau oder was auch immer. Also Menschenhandel, auch ganz, ganz wichtiges Thema. Dann die Kornkammer Europas, das wissen wir alle, ist die Gasvorkommen. Jetzt möchte ich dich aber ansprechen, aber noch kurz, bevor wir da Deutschland hat es ja gewagt, alte Waffen zu liefern. Ne? Man so alte oder kaputte Waffen, aber man hat de facto geliefert als NATO-Land. Auch Polen hat es gewagt zu liefern. Der Russe hat sich ja bislang da diesbezüglich zurückgehalten, aber eigentlich formell hätte er eigentlich das Recht, Deutschland sofort irgendwie anzugreifen, oder? Wie siehst du das?
Ja gut, also Deutschland hat ja eben eine spezielle, wie soll ich sagen, Status. Im Endeffekt haben wir den Waffenstillstand gebrochen. Es gibt ja keinen Friedensvertrag. Aber das ist momentan, das ist die Ebene, auf der, glaube ich, nicht mehr geredet wird. Wir reden momentan wirklich, den tiefen Staat zu beendigen. Ja. Und die einzigen, die aufpassen müssen, sind die Polen. Ja, weil da, also die müssen aufpassen, was ihre Regierung und ihre Politiker da machen, weil die jetzt dann ja auch schon angefangen haben, da über Kaliningrad zu überlegen, dass das ja eigentlich ganz schön wäre, wenn das zu Polen käme. Das war ja nie polnisch, das war vorher deutsch, das war Königsberg. Und wenn da natürlich man auf die Idee käme, irgendwelche Blockadeaktionen zu machen oder so, dann wäre natürlich sicherlich für Russland eine rote Linie überschritten. Und jetzt kommt halt der Hammer an der ganzen Geschichte. Dann greife ich mal ein bisschen vor auf den Ausblick. Aber ich habe im letzten Herbst, das habe ich hier gesagt, das habe ich geschrieben, ich hatte damals von Peter Bayerl und von Egon Fischer die Aussagen bekommen im Herbst, dass der Konflikt mit der Ukraine und Russland praktisch fast nicht mehr zu vermeiden wäre. Das habe ich damals geschrieben, das kann man nachlesen, das ist nachweisbar. Wie gesagt, ist ja nicht von mir, sondern das kam eben aus der geistigen Welt. Und es ist genauso passiert. Und jetzt habe ich von Egon Fischer halt auch wieder eine entsprechende Botschaft bekommen mit dem Wortlaut, der Konflikt zwischen Russland und Polen ist fast nicht mehr zu vermeiden. Wahrscheinlichkeit 80%. Es hat letztes Mal gestimmt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder stimmt, ist nicht so gering. Zumal, wie gesagt, der Insider aus der US-Army gesagt hat, das ist auch geplant. Und ich befürchte aber, und das klang so, in Polen wird es nicht ohne einen gewissen, also es wird keinen großflächigen Riesenkrieg geben, aber es wird da ein bisschen Scharmützel und so weiter geben. Ja, und das ist das, was meiner Ansicht nach auch von vornherein geplant war. Die NATO soll mit Russland aneinander rasseln. Weil, wie gesagt, man will, gewisse Leute wollen diesen großen Krieg ja haben. Der wird aber nicht kommen, weil ein Großteil der US-Army, und das, wenn meine Quelle da nicht völlig daneben ist, völlig involviert ist in die Sachen und nicht gegen die Russen kämpfen wird. Ja, sondern die ziehen am selben Strang. Aber das kann man den Leuten jetzt so noch nicht erklären. Das werden die Leute aber, und da gibt es einige Aussagen, in den nächsten 2-3 Monaten wird man da wohl einiges erfahren, was wirklich läuft. Ja, sei es, dass über die USA kommt, dass auf einmal, weil dieser Biden-Laptop, der ist wohl wirklich explosiv, was da alles drauf ist. Ja, dass eine riesen Aufdeckungsgeschichte von darüber schwappen wird, wo die Leute erstmal verstehen, dass man dann auch nicht mehr verleugnen kann, wie sie über in allen möglichen Bereichen vom großen C-Thema bis jetzt zu diesem Konflikt belogen wurden, ja, und teilweise auch geschädigt wurden. Und dann werden die Leute sehr sauer werden. Das ist vorhergesagt. Und das ist eines, was halt wirklich offensichtlich in der Planung ist, weil die Menschen müssen es verstehen, was passiert, dass es auch akzeptiert wird, was dann gemacht wird, beziehungsweise dass die Menschen es selbst machen. Und da wird dieses Jahr noch einiges kommen, was für uns, sagen wir mal, die darauf warten, dass endlich mal ein paar Sachen hochkommen, ist das eher positiv. Für die Leute, die an nichts glauben wollen, die immer noch in ihrer alten Welt, die immer noch glauben wollen. Ich kenne ja auch, das wird alles wieder wie früher und jetzt fahren wir in Urlaub im Sommer und endlich kein Corona mehr. Diese Leute werden sich das größtenteils nicht mehr leisten können. Ja, ganz abgesehen davon, da kommen wir beim Ausblick nochmal, was dann noch so ist, was dann vielleicht auch wieder dagegen spricht. Aber es geht darum, dass diese Menschen dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen akzeptieren werden müssen, dass ihr altes Leben, dass die alte Welt vorbei ist. Und das wird für einige ziemlich hart werden. Peter, da gehe ich ja vollkommen d'accord. Also mittlerweile eine neue Weltordnung, die wird kommen und die bedarf es auch. Aber halt nicht diese Schwab-Satanisten-Scheiße, Entschuldigung für dieses Wort, diese Weltordnung, sondern eine gnostische Weltordnung. Jetzt möchte ich trotzdem noch ansprechen, Deutschland, ganz speziell auch im Hinblick auf diese humanitäre Katastrophe, ich fand es so lustig, ich habe ja auch da Informationen zum Bundesheer, es wurde ja berichtet, dass die, jetzt sind schon 2,5 Millionen, aber zu dem Zeitpunkt war 1,5 Millionen Flüchtlinge, hätten die Ukraine verlassen. Und zwar, das war irgendwie der Fehler an der Randnotiz, aus 138 Ländern, 138 Nationen, alle aus der Ukraine.
1,5 Millionen. Und dann habe ich vom Bundesheer erfahren, dass bei uns schon Truppenübungsplätze geräumt, also man hat den Schießbetrieb eingestellt und hat sich schon auf die Aufnahme, die man auch geholt hat mit Boostern, also ein paar hat man schon geholt, und auf Militärübungsplätzen Schießübung eingestellt, Feldbett, Lazarett aufgestellt und die große humanitäre Katastrophe. Deutschland, möchte ich aber nochmal zurück, die Regierung, ich meine, wie war das, die von der Leyen als EU-Vorsitzende, Kommissarin, war jetzt ja unlängst in Kiew, bei uns auch der Karl de Mehrheimer, unser Bundeskanzlerdarsteller, und da frage ich mich, wie dumm man sein kann, zuerst nach Kiew zu reisen, zum Zelensky, und dem als, wir sind ja formal, Österreich formal, neutral, ja? Und sagt man, ja, lieber Zelensky, wir stehen bedingungslos, solidarisch hinter euch, Ukraine, und der böse Putin, der hat jetzt ja gar kein Thema, Waffen können wir euch keine liefern, da haben wir nichts, aber dafür 50.000 FFP2-Masken aus Wien gesponsert, von der Stadt Wien nach Kiew, ganz toll, edle Geste, um einen Tag später, der Nehammer, zu Putin zu reisen, und ich frage mich, was hat er sich da erwartet jetzt, weil er hat, falls ihr das nicht mitbekommen habt in Deutschland, hat wirklich der Karl Nehammer, der Hammer, unser Bundeskanzlerdarsteller gesagt, die Neutralität wurde uns aufgezwungen von den Russen, so quasi. Ja? Also, wir hätten sie eh nie wollen. Das ist halt passiert und eigentlich, ja, es tut uns immer leid, scheiße, ja, der Russe hat uns aufgezwungen. Und da hat sich, war der Aufschrei irgendwie relativ bescheiden, muss ich sagen. Und jetzt wird jetzt im Hintergrund schon an einem NATO-Beitritt in Sachen Österreich gearbeitet. In der Partnership of Peace sind wir schon Mitglied und diese Neutralität, da hat der Putin ja auch, beziehungsweise das Außenamt, schon einen Brief dann nach Österreich, nach Wien geschickt, dazu, ja, ich weiß genau, was da los ist. Und das merkt man ja auch, die Verhandlungen, die früher in Wien stattgefunden hätten, die finden jetzt in der Türkei statt oder in Ungarn, überall, aber nicht mehr in Wien. Also, es ist ein Drama, was sich da gerade abspielt. Ja, die Neutralität könnt ihr vergessen. Ich meine, es fahren ja auch, die sind ja auch wieder von St. Pölten und so Militärzüge durchgefahren und wo alles mögliche NATO-Material in den Osten verschafft wurde und so weiter. Also ja, also das ist, ich meine, die Nehammer-Reise, das ist natürlich eine spannende Frage. Da gab es natürlich auch die Idee, dass er vielleicht auch nochmal versucht hat, dass man ihn hingeschickt hat, dass er da irgendwie diese westlichen Offiziere aus Mariupol rauskriegt, dass er die rausverhandelt irgendwie und Putin hat irgendwie gesagt, nett. Er war ja nicht so begeistert, der Herr Nehammer, als er wieder zurückgefahren ist. Ne? Da war irgendwie ziemlich sauer. Aber gut, das ist aber Spekulation. Ja, Österreich ist nicht neutral. Und um es ganz deutlich zu sagen, ich habe vorhin gesagt, wo überall russische Soldaten sein werden. Ich habe ja, es ist ja interessant, ich hatte in dem Denkbrief geschrieben von mehreren medialen Quellen, die das im Endeffekt gesehen haben, russische Soldaten in Deutschland, wobei im Endeffekt alle, die nicht als Kriegshandlung gesehen haben, sondern also eher mit einem neutral-positiven Blickwinkel. Und ich habe dann über 10 Zuschriften später noch bekommen von anderen Menschen, die medial sind oder die Träume oder Visionen hatten, die alle auch eben russische Soldaten in Deutschland gesehen haben. Ja, aber alle auch, bis auf eine, aber die sagt selbst, das mag vielleicht mit anderen Gründen zusammenhängen, die eher positiv, sie haben drauf gewartet. Und es gab jetzt auch eine Dame, die ganz klar gesagt hat, sie hat das auch in Linz in Österreich gesehen. Ja, also Österreich wird da auch betroffen sein, aber ich denke, das ist eher positiv. Wir reden hier nicht über Krieg, wir reden hier über sozusagen Ordnungsaufrechterhaltung, wir reden hier wahrscheinlich dann über genau, was du gesagt hast, dass irgendwann Russland rein rechtlich genommen gesehen dann das macht, was es auch darf. Aber es wird zu einem Zeitpunkt sein, wo es keine Gegenwehr gibt durch irgendeine gegengerichtetes Militär. Ich denke, bis das passiert, muss vor in den USA was passieren, dass die USA ganz offiziell aus Europa rausgehen oder sich massiv dann nach außen hin auch drehen. Das ist ja in den USA, wie gesagt, ist ja kein monolithischer Block. Wir haben einen Teil, eine Showregierung, die momentan den alten Stiefel weiterfährt. Und es ist die spannende Frage, wie viel Militär dieser Regierung gehorcht. Ich glaube, es ist nicht viel. Ja, von daher, also da kommen also im Hintergrund ganz andere Pläne schon gemacht worden.
die dann ausgerollt werden. Aber da warten wir jetzt auch nicht mehr 10 Jahre, sondern das deutet sich sehr stark an, ob die russischen Soldaten schon dieses Jahr hier sein werden. Das will ich dahingestellt lassen. Aber ich denke, spätestens nächstes Jahr ist die Chance sehr groß. Was einhergeht damit, dass hier aber auch dann einfach das politische System komplett zusammenbricht. Ja, das heißt, hier ist dann Chaos. Da gibt's vielleicht noch irgendeine Regierung in Berlin, aber das war die ganz klare Aussage und das ist auch von Peter Bayerl und auch von Egon, dass die Macht dieser Regierung immer mehr schwinden wird. Das ist jetzt schon losgegangen und deswegen auch keine Angst vor dieser C-Geschichte. Die werden, was auch immer die beschließen im Herbst, es wird kaum noch durchsetzbar sein. Ja, die haben ja nicht umsonst einen Graben vorm Bundestag gemacht. Ja, Bunker. In den Ländern haben sie auch Mauern hochgezogen vor den Parlamenten. Die wissen ganz genau, was kommt. Ja, und irgendwann ist das aber dann so weit, dass man im Endeffekt, das ist einfach zusammengebrochen. Und das wird jetzt wahrscheinlich losgehen in den nächsten 2 Monaten, einfach dadurch, dass immer mehr offengelegt werden wird, was da wirklich alles passiert ist. Und was da wirklich hinten dran steckt. Ja. Wie du sagst, also bei uns haben sie ja auch Bunkeranlagen gebaut, neue, die Regierung. Wofür hat man sich damals gefragt, ja, unter dem Innenministerium? Und dieses System zerlegt sich ja gerade wirklich von selbst mit der Abrissbirne. Abgesehen davon, dass alles pleite ist. Und jetzt kommen wir gleich mal zum nächsten Punkt. Die Versorgungslage aufgrund dieses ganzen Schwachsinns. Also angefangen von Cäsar-Schwachsinn bis hin jetzt zu dieser Geschichte. Wir Gas. Die Gaspreise sind jetzt quasi verdoppelt. Ja, Putin liefert zwar, will zwar liefern, aber dadurch, dass man ja den SWIFT den Russen jetzt aberkannt hat, will er halt alles in Rubel haben. Das macht es jetzt halt ein bisschen komplizierter für den Westen, also für die Leute, die das Gas brauchen. Weil nur mit dem Fracking-Gas da aus Übersee, aus von den lieben Freunden aus Nordamerika wird es nicht reichen. Bei uns hat man sich schon alternativ da im arabischen Raum umgeschaut. Das sind ja auch ganz astreine Demokratien, ne? Katar und Saudi-Arabien, Vorzeigeländer, da kauft man gerne sein Gas ein, ne? Aber nicht beim bösen Putin, ist schon klar. Ja, die Versorgungslage. Wie siehst du das, Peter? Ja, gut, also es ist, wie soll ich sagen, also meiner Ansicht nach, ist es geplant, dass der Gashahn abgedreht wird aus Russland? Ja, im Endeffekt deutet sich das ja schon an. Die deutsche Regierung wehrt sich noch. Aber das soll wohl passieren und das Ganze hat nichts mit Russland zu tun. Die europäische Wirtschaft soll zerstört werden. Das ist der ganze Hintergrund. Und deswegen das ist alles nicht so, wie das die Leute hier erklärt bekommen. Aber was die Leute schon erklärt bekommen haben, das hat nämlich der Habeck gesagt, und das war jetzt auch ein großes Interview mit dem BASF-Chef Brudermüller im Fokus. Die sagen ganz klar, also wenn das russische Gas nicht mehr kommt, gehen hier die Lichter aus in der Industrie. Und nicht nur für ein paar Wochen, sondern für mindestens 2 Jahre. Ja, das wird einem ganz offiziell gesagt. Und 2 Jahre Betriebsstill ist im Endeffekt, da sind die Unternehmen weg. Zumindest die ganzen kleinen und mittleren. Ja? Aber genau das ist geplant. Ja? Diese Sanktionen gegen die eigene Wirtschaft und nicht gegen Russland. Russland hat das, schmerzt das auch ein bisschen, gar keine Frage. Aber richtig geht's hier zur Sache. Und das ist Teil dieses ganzen Planes. Und das wird leider, wenn man die medialen Vorhersagen so sieht, auch passieren. Also es wird die Wirtschaft hier zusammenbrechen. Aber vielleicht muss das auch sein, aus höherer Sicht einfach, dass die Menschen einen neuen Weg einschlagen. Ja, und deswegen ist das leider, im nächsten Jahr wird das wohl ganz stark, dann, das verzögert sich ja immer sowas, wird das kommen. Ja, und auch andere Geschichten, ja, warum? Also bei uns sind ja momentan wirklich Güter nicht da, wie zum Beispiel Pflanzenöl. Also das kriegst du wirklich kaum noch, ja, außer unterm Tresen. Eine gute Freundin von mir, die ist ja in der DDR aufgewachsen. Sie kommt sich wirklich wieder vor wie in alten Zeiten, weil sie jetzt live mitbekommen, vom leeren Regal hat sie mitbekommen, dass man dann, wenn man jemanden da kennt, dann doch noch eine Flasche Sonnenblumenöl kriegt. Ja, also das ist wie in guten alten Zeiten, wobei sie die nicht gut sah. Aber richtig Déjà-vu.
Und aber der Witz ist, in anderen Ländern gibt es Sonnenblumenöl drumherum. Ja, warum ist das in Deutschland nicht? Und naja gut, warum sind hier die Benzinpreise mit am höchsten? Ja, das ist einer der Gründe, warum die Laster nicht mehr fahren, warum es das dann wirklich nicht mehr gibt. Ja, wir haben momentan, das habe ich aus mehrfachen Quellen jetzt gehört, aus erster Hand gibt es Probleme bei Getreideversorgung, gerade im Großabnehmerbereich. Ja, da hat auch einer 6 LKW-Züge bestellt, 2 hat er bekommen, mehr gab es nicht. Ja. Aber warum? Wir importieren aus Russland und aus Ukraine praktisch null Getreide. Wir erzeugen sogar mehr, als wir eigentlich verbrauchen. Warum ist das Getreide auf einmal knapp? Also das sind alles so Sachen, die machen eigentlich keinen Sinn. Ja, es sei denn, man will ganz gezielt hier gewisse Dinge erreichen. Und das passiert gerade. Ja, und das wird noch heftiger werden. Der Peter Bayer hat in vielen Hinsichten Recht gehabt, deswegen hoffe ich, dass er da auch Recht hat. Er hat gesagt, eine Hungersnot sieht er nicht in Deutschland. Also es wird immer genügend zu essen geben, aber so wie wir das kennen, dass man in den Supermarkt geht und alles kriegt, was man will, für wenig Geld, das können wir vergessen. Das ist vorbei. Ist die Frage, ob das aber auch so schlimm ist. Man muss natürlich gucken, je nachdem, wie knapp es vorher schon war bei den Menschen, ist es mittlerweile, die Preise sind ja schon massiv gestiegen, bei immer mehr Gütern, ja. Den ist natürlich irgendwann, steht das Wasser über dem Hals, ja? Ja. Und jetzt ist ja auch spannend. Jetzt hat ja unsere tolle Bundesregierung, ein Programm auf den Weg gebracht, um die Benzinpreise zu senken, ja? Und auch dieses tolle Monatsticket für öffentliche Verkehrsmittel für 9 €, was überhaupt nicht durch, das ist toll. Also ich kann dann für 9 € kann ich, das ist wahrscheinlich, muss ich mir jedes Mal dann eine Monatskarte kaufen, wenn ich irgendwo nur nach Mannheim fahren will, weil es viel billiger ist, die Monatskarte zu kaufen als, aber sei es drum, aber viel wichtiger ist diese Benzinpreisgeschichte. Das soll als ab 1. Juni gelten. Das sind noch fast 2 Monate. In diesen 2 Monaten, wo der Spritpreis immer noch so hoch ist, da haut es landwirtschaftliche Betriebe, da haut es Industriebetriebe, da haut es Speditionen um. Die haben keine Reserven mehr. Ja? Und warum macht man das am 1. Juni? Ja, also daran sieht man schon, das ist Vorsatz, das ist nicht Fahrlässigkeit, das ist Vorsatz von unserer Politik momentan, um hier diese Sachen zu zerstören. Das hat man ja mit Corona schon gemacht. Ja, da sind die sozusagen ja auch schon weich geschossen worden durch die ganzen Geschichten. Ja, dann hat man noch Kurzarbeitergeld bezahlt und so weiter. Ja. Und das ist jetzt aber vorbei. Und da kommen wir dann gleich noch drauf. Ich vermute, auch die Politik wird das große Portemonnaie nicht mehr aufmachen können ziemlich bald, weil wir kriegen ein Währungsthema ziemlich bald noch. Und dann ist jeder für sich selbst gestellt. Die Banken machen keine Kredite mehr und dann werden die Unternehmen, und ich habe jetzt von einer Freundin, die hat einen Bekannten im Versicherungsbereich, Rückversicherungsbereich, es sind jetzt schon über 50% vieler Unternehmen, die laufen nur noch auf Kredit. Aber die Banken, da geht es jetzt auch irgendwann, geht es auch nicht mehr unbegrenzt weiter. Ja. Und das heißt, das war ja schon klar, wir haben ja schon seit 2 Jahren reden wir drüber, was mit Corona passiert ist, das wird viele Unternehmen umhauen. Viele stehen immer noch, aber das ist halt alles nur noch mit Krücken und mit irgendwelchen Finanzspritzen, die von irgendwoher kamen. Aber das wird jetzt wohl genau in den nächsten Wochen alles ziemlich krachend zusammenfallen. Und dann werden viele Leute auf einmal erstaunt feststellen, dass sie keinen Job mehr haben. Ja, und das ist aber vielleicht auch notwendig. Also so schrecklich, wie das klingt, aber es muss auch einiges passieren. Wenn ich mir viele anschaue, muss ich wirklich so hart sagen, da muss halt es auch mal knallen. Und wir haben alle Glück, dass der große dritte Weltkrieg nicht käme, weil wenn das alles so weiterliefe, wie wir es momentan sehen, wenn es wirklich nur die erste Ebene gäbe, dann müssten wir davon ausgehen, wirklich, dass wir in 3 Wochen wirklich einen dritten Weltkrieg haben. Ja, und aber da wollen die Leute auch nicht ran. Also es ist wirklich der Hammer. Es ist schwierig bei vielen Menschen, die sind so in diesem System verhaftet, dass die da überhaupt nicht mehr auch nur ansatzweise gedanklich rauskommen. Und da müssen halt gewisse Dinge dann auch mal passieren, dass einfach dieser bequeme Rahmen verlassen werden muss, zwangsweise. Und das wird passieren in den nächsten Monaten, definitiv. Da bin ich mittlerweile keine Garantie, aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Ja. Ein großes Thema ist auch das Thema Enteignungen, das ja so ganz subtil in Deutschland, also Österreich, so ein bisschen unter dem Radar durchgepeitscht wurde. Also diese Schwab-Agenda schreitet schon ein bisschen voran.
Hast du nicht die Angst, also meine Angst ist immer schlechter Berater, aber könnte es nicht doch irgendwie passieren, dass sie kurzzeitig an ihr Ziel gelangen, dass das auch Teil des Plans wäre, dass man kurzzeitig diesen kompletten Wahnsinn schafft, um dann die Leute endgültig aus der Matrix oder raus zu, oder die rote Pille zu schlucken zu lassen, um die Menschen dann in der Eigenverantwortung, das wird aber dann sehr ruppig und sehr herausfordernd. Also ich bin gespannt, wie sich dann noch so manche Aufgewachte verhalten werden in dieser Sturm- und Drangphase, um dann eben zu akzeptieren, dass das halt so ist, wie es ist, also alte Welt AD und Eigenverantwortung und neue Modelle schaffen. Und das sehe ich halt als Riesenherausforderung. Welches Modell? Wird es auch ein Staat? Staat wird man wohl brauchen, aber wie wird das ausschauen? Eher in kommunale Strukturen und wie wird verwaltet? Das wird also diese Fragen. Ich habe das mal in einem Sprachchat jetzt unlängst bei mir auf Telegram thematisiert. Also es haben eigentlich alle so die Grundidee eher zurück zum kommunalen, zu so regionalen Strukturen. Nur wie es dann mit der Verwaltung aussieht, da ist man sich noch uneinig und da haben sich viele noch gar keine Gedanken gemacht. Und ja, diese Umwandlung wird viel größer sein, als sich das viele momentan vorstellen können. Also ich habe ja mit dem hellseherischen Mann aus dem Allgäu, den der Peter Beyerl gut kannte, telefoniert und er hat mir gesagt, also Beamten wird es nicht mehr geben, also zumindest nicht mehr ansatzweise, so wie wir das jetzt kennen. Ja. Es gibt natürlich Beamten, die sinnvolle Sachen machen, aber dieses ganze Verwaltungssystem, was wir jetzt haben, das wird eigentlich ersatzlos verschwinden. Und ich denke, längerfristig gesehen, so ab den 30er Jahren, irgendwie im Laufe der 30er Jahre, wird das ein Modell werden, was sehr lokal ist. Das wird sich, und das ist interessant, in bestimmten Stellen, das war die Aussage von Peter Beyerl, also 2024 wird es gerade in Deutschland, ich denke Österreich, Schweiz unter Umständen auch, wird es schon Inseln geben, wie er das genannt hatte, wo Sachen neu gemacht werden, sehr lokal. Und wenn ich momentan sehe, und da bin ich sehr erstaunt, wie viele Gruppen sich momentan bilden in Deutschland, aber auch in der Schweiz, da gibt es die Buri-Gruppen und es tun sich momentan viele Menschen zusammen. Da ging vieles auch erstmal um, die natürlich ungeimpft sind und das nicht mitmachen wollten, aber das geht weit über das hinaus mittlerweile. Man überlegt, wie kann man Kreisläufe machen, wie kann man Sachen zusammen machen. Da passiert gerade unglaublich viel. Und die gute Nachricht ist, man wird es nicht mehr verhindern können. Was natürlich passieren könnte und wahrscheinlich an bestimmten Stellen auch wird, dass es natürlich den Versuch geben wird, eine digitale Währung und das, also diese neue Weltordnung natürlich auszurollen. Also das ist das erklärte Ziel, natürlich. Deswegen will ja auch der tiefe Staat jetzt die Politik weghaben, dass sie danach ihr neues Modell, und das hat unser Herr Schwab ja in einem Interview im Handelsblatt auch ganz offen gesagt, das nennt sich Governance 4.0, immer mit schönen Worten beschrieben, aber er hat eigentlich durch die Blume sehr gut gesagt, dass er von den meisten alten Politikern gar nichts mehr hält. Sozusagen, das kann weg. Das hat er nett umschrieben, aber er hat es eigentlich so gesagt. Das muss man sich wirklich mal durchlesen. Also, wie gesagt, also wenn man seine Bücher, seine Reden sieht, dann, da wird wenig Aufhebens drum gemacht, was die vorhaben. Die sagen das ganz offen, diese Leute. Ach, ja, aber jetzt, der Punkt ist, natürlich wird man es versuchen. Und wenn es genügend Menschen in irgendeiner Gegend gibt, die sich darauf einlassen, wird es auch passieren. Aber es wird, das haben die Kollegen vom Egon, also aus der geistigen Welt, ganz klar gesagt, nicht mal mehr in Deutschland flächendeckend sein. Aber es wird natürlich Ecken geben, wo das eine gewisse Zeit, aber ich denke auch nicht über viele Jahre, dann vielleicht noch realisiert wird. Ja, das mag sein, dass man dann nur noch mit dem QR-Code überhaupt in den Supermarkt reinkommt. Solche Ideen, die sind ja da, die mit ID 2020, das wird ja auch von der EU vorbereitet. Allerdings die EU und die NATO, und das ist die gute Nachricht, weil das wurde mir schon von Egon vor längerer Zeit gesagt. Also wenn diese Eskalation kommt, dann wird die EU und die NATO relativ schnell Geschichte sein. Und dadurch, dass wohl die schnelle Variante gewählt wurde, wie das so schön heißt,
kann das sein, dass die EU schon in diesem Jahr massive Probleme gibt. Die muss noch nicht unbedingt gleich zerfallen. Aber die Risse sind jetzt schon da, auch in der NATO. Und dann ist das Thema EU erstmal durch. Und dann können natürlich die eine oder andere lokale Regierung kann dann noch, wenn sie die Macht noch dazu hat. Aber auch das ist die Aussage. Nächstes Jahr wird in Deutschland zumindest die Regierung nicht mehr viel Macht haben. Dann wird es also schon sehr lokal werden, wenn natürlich irgendein Bundesland meint, die dortige Landesregierung als diejenigen anzuerkennen, die dann auch wirklich noch viel machen können. Dann kann es sein, dass es in einem Bundesland oder in einem bestimmten Gebiet, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder so, dass es dann da auch noch den Versuch gibt, wirklich diese ID einzuführen, bargeldlos und diese ganzen Geschichten. Aber auch da denke ich, auf dem Land wird da auch der eine oder andere sich nicht mehr dran halten. Im Osten sehe ich das gar nicht. Im Osten Deutschlands, diese Leute sind viel aufgeweckter, einfach durch die Historie noch, als im Westen. Ja, und die ganz klare Aussage ist aber, natürlich, wenn die russischen Soldaten kommen, die werden, denke ich, auch ein hartes Regime führen. Also es ist nicht so, dass dann Friede, Freude, Eierkuchen ist. Da muss Ordnung aufrechterhalten werden. Und natürlich weiß man auch nicht, was da vielleicht für ein Modell versucht wird, da muss man auch mal gucken. Man muss immer wach bleiben. Und in dem Moment, wo irgendwelche ganz tollen Lösungen über alle drüber geschüttet werden, insbesondere diese Lösungen, wo man selbst nichts mehr entscheiden darf, da muss man vorsichtig sein. Aber auch die fremden Soldaten werden nicht in jedem Dorf sein. Das ist völlig ausgeschlossen. Es gibt auch genügend Visionen darüber. Die sind dann bestenfalls in größeren, mittleren Städten. Deswegen, also man muss sich da nicht verrückt machen, man muss, und das ist, da komme ich am Schluss nochmal drauf, also man muss einfach Vertrauen, Gottvertrauen haben, dass man an der richtigen Stelle ist, dass man die richtigen Leute trifft. Aber es wird nicht mehr flächendeckend komplett über alle drüber gestülpt werden, zwangsweise. Das wird nicht mehr funktionieren. Das wird einfach viel zu chaotisch sein bis dahin. Und der tiefe Staat versucht natürlich, dieses Modell, ein begrenztes Aufwachen zu erreichen. Aber dieses begrenzte Aufwachen wird bei manchen funktionieren. Genauso, okay, die Politiker, das war alles ganz übel, das politische System, wir kriegen jetzt was Neues. Das sind die, die natürlich keine Eigenverantwortung übernehmen wollen. Die werden sich gerne auch wieder irgendwo dranhängen. Und das wird man diesen Menschen auch nicht ausreden können. Und die werden dann die Folgen davon tragen. Aber das sind viele auch von diesen, die erstmal dann gesundheitliche Folgen haben werden, so traurig das ist. Aber das Thema wird ganz groß kommen. Diese Spritze ist überhaupt nicht folgenlos. Auch für die, die jetzt noch gar nichts merken. Das werden sie dann wissen. Und deswegen, also das wird diese Spaltung, diese Teilung, die wird nicht völlig aufgehoben werden. Es trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen und die, die unbedingt an der alten Welt hängen bleiben wollen, die werden mit dieser Welt auch ihren Weg gehen. Aber es deutet sich an, dass bis in die 30er Jahre dann dieses alte, dieser tiefe Staat, dieses Modell wirklich ziemlich vorbei sein wird. Also da wird dann nicht mehr viel übrig sein, zumindest in Europa und ich denke in den USA. Wie das in China ist, ist nochmal eine andere Thematik. Ja. Da möchte ich gerade, ich glaube auch bis 2030 wird es wohl dauern und auch eine zentrale Frage wird das Finanzsystem sein. Ja, wir wissen ja, die wollen jetzt, ist eigentlich schon startbereit, der digitale Euro mit der KI, wartet nur noch auf den Knopfdruck, aber noch haben sie nicht gedrückt. Bargeldabschaffung, total versklavt, also wir kennen die Pläne ja schon ewig lange, auch unsere Zuseherinnen und Zuseher. Doch wie wird das Finanzsystem der Zukunft aussehen? Das ist es auch etwas, oder wie soll es aussehen, worüber sich die wenigsten noch so richtige Gedanken gemacht haben, nämlich dann in der Eigenverantwortung auch mitzugestalten. Und da sollte jeder möglichst in seinem Rahmen auf alles vorbereitet sein, auch wachsam bleiben, weil du gesagt hast, wachsam auch im Hinblick auf der gute Russ in Anführungszeichen. Ich kann euch eine Geschichte erzählen, ein Bekannter von mir, der war ein sogenannter Staatsverweigerer, wurde eingestuft als Staatsverweigerer und wurde dann polizeilich gesucht und ist geflüchtet und hat dann einmal, weil wir gute Kontakte nach Serbien haben, in Serbien angerufen, ob er nicht bei den Russen um Asyl ansuchen soll als politischer Folter. Wurde ihm aus Serbien gesagt, nein, ganz schlechte Idee, tiefer Staat durch und durch. Dann ist er zur US-Botschaft, damals war Trump noch im Amt, hat seinen Rucksack über den Zaun geworfen und ist dann leider verhaftet worden von den Amerikanern, also von der Polizei. Ja, und hat dann 6 Monate bekommen. Nee, Glück, also harmlos, aber relativ harmlos. Aber so viel zu, wenn gesagt wird, Achtung, auch in Russland tiefer Staat, Botschaft. Russische Botschaft Wien, tiefer Staat. Gefährlich. Also
nicht immer alles nur schwarz und weiß malen. Nicht alles, was los ist, ist gut. Naja, aber viele, weißt du, wie es ist. Ja? Man neigt dazu. Und das ist eine Riesenherausforderung, Herausforderung, die ich bei sogenannten Aufgewachten noch wahrnehme. Das ist schon für mich das Unwort des Jahres, aufgewacht, weil die meisten wachen auf, aber nur in der Früh, wenn sie aus dem Schlaf aufwachen. Aber so richtig spirituell aufgewacht, da sage ich einmal, da ist bei einigen noch Nachholbedarf. Aber kommen wir mal weiter jetzt genau zu dem essentiellen Punkt, nämlich dem Finanzsystem. Dollar versus Euro. Was hast du denn da, was auch der Thomas Bachheim hatte da interessante Analysen. Schieß mal los, Peter. Naja gut, das war ja eigentlich, man hat ja in dem Q-Bereich oder Anon-Bereich immer diese Booms genannt, und das war eigentlich wirklich ein Boom, der seit dem letzten Denkanstoß passiert ist, den aber kaum einer wahrgenommen hat. Aber er hat immerhin eine Situation beendet, die über 50 Jahre, wenn nicht sogar länger, bestanden hat, nämlich das Petrodollar-System. Ja, also die Tatsache, dass Russland da ausgestiegen ist, aber eben nicht nur Russland, sondern eben auch China, Indien, Saudi-Arabien, alle diese Staaten, und das sind halt alles die Giganten im Rohstoffbereich, nicht mehr in US-Dollar abrechnen. Das ist ein ganz großes Ding gewesen, insbesondere Indien. Das hat richtig wehgetan. Die Briten wollten ja da nochmal hin und mit denen nochmal reden. Aber die Inder haben gesagt, ihr braucht gar nicht kommen. Ja, ihr könnt, wir empfangen euch nicht. Ja, und momentan ist es so, dass wirklich der US-Dollar, dessen Wert ja primär daran lag, dass halt alle Rohstoffe weltweit in US-Dollar abgerechnet wurden. Und in dem vergangenen Jahrhundert, wenn ein Diktator in Anführungsstrichen, wobei die waren schon welche, wie Gaddafi oder ein Hussein, gemeint haben, sie können ja Öl in anderen Währungen abrechnen, hatten sie einen Krieg an der Backe. Also da waren die USA ganz empfindlich, weil es ist völlig klar, weil dieser Dollar ist ja durch nichts mehr gedeckt. Die USA selbst haben keine Industrie mehr, kein gar nichts mehr. Das Gold ist ja 1971, hat ja schon nicht mehr gereicht. Deswegen hat man ja die Goldbindung aufgehoben. Und nur deswegen konnten sich die USA auch ihr Militär überhaupt leisten. Also diese Militärausgaben, das geht nur, weil sie halt die Weltleitwährung haben. Und das ist jetzt vorbei. Und das sieht man auch daran, dass, das ist ja auch spannend, dass der Westen völlig alleine steht. Also es ist ja wirklich nur noch die NATO, wobei Türkei, die sind so ein bisschen hin und her gerissen. Dann natürlich Kanada, Neuseeland, Australien, Südkorea und Japan. So, plus der Rest vom Westen. Und wobei auch schon Ungarn jetzt ja einen Vertrag mit Russland gemacht hat, und die zahlen auch in Rubel, denen ist das scheißegal. Die wollen ihr Gas haben, also auch das bricht schon raus. Und selbst Israel als eigentlich ganz westlich naher Staat will aber mit Sanktionen gegenüber Russland nichts zu tun haben. Also sprich, der Westen ist komplett isoliert mit ihrer ganzen Geschichte. Ja, und wenn aber der US-Dollar diesen Anker verliert, wird er zusammenbrechen, und zwar sehr, sehr schnell. Ja, und das ist, was ich erwarte in den nächsten 2 Monaten, was in den USA dann auch große Veränderungen, vermutlich zumindest der Anfang davon, sich zeigen wird. Und das Spannende ist jetzt wirklich, was der Egon Fischer bekommen hat aus der geistigen Welt, also dass der Dollar am Ende ist, da brauchen wir die geistige Welt nicht mehr dazu. Wie gesagt, das ist ganz klar zu sehen. Aber da kam die Aussage, und das ist eigentlich, wenn man die Amis kennt, typisch, also sie werden sich auf Kosten des Euros versuchen zu retten. Das war diese Aussage, die da kam. Ja, und da könnte jetzt sehr schnell unter Umständen was passieren. Wir haben eine Aussage, dass im April da noch was sein könnte. Wir haben die Aussage von dem kleinen Jungen, dem Hellsichtigen, der ja immer noch das behauptet, dass nach dem Winter, also demnächst irgendwann, der Silberpreis explodieren wird. Kann sein, dass man den Dollar umgestaltet, ist ja schon lange ein neuer Dollar gedruckt, dass man einen neuen Dollar rausgeben wird. Interessant ist auch, und das ist mir wieder gekommen, ich glaube, das war auch von Egon, oder es gab vor vielen Jahren eine Vision, wo irgendwie ein Skorpion auf der Ukraine war, und der hat mit dem Schwanz auf einmal nach Frankfurt gestochen. Eine sehr symbolische Vision, aber der Michael Müller hat jetzt auch geschrieben, das hat er mir auch erzählt, seit 11 Jahren hat er schon
aus der geistigen Welt die Nachricht bekommen, dass irgendwann das Finanzsystem in Frankfurt zerbrechen wird. Und da haben wir gerade zwei große Banken, was interessant ist, die momentan massive Probleme haben mit dem Aktienkurs, weil sehr große Investoren, Cerberus und noch einer, da riesen Aktienpakete verkauft haben. Ja, da weiß man auch nicht, verlassen die Ratten das sinkende Schiff, weiß man da vielleicht schon mehr. Wenn solche großen Investoren auf einmal große Aktienpakete verkaufen, ist da vielleicht was geplant, ja. Und ich erinnere immer noch dran, dass wir, und das würde passen zum hohen Silberpreis, und eventuell wird der Euro auch sehr schnell auf einmal sehr viel weniger wert werden, ja, weil irgendwelche Aktionen gemacht werden. Und dann könnte es, das hat der Peter Bayerl von einem Insider, nicht aus der medialen Welt bekommen, aber da kommen auch entsprechende Signale, im Sommer in Deutschland eine Währungsunion geben könnte, dass die Deutschland und vielleicht ein paar andere wirtschaftlich starke Staaten aus dem Euro einfach rausgehen müssen, weil der zu sehr abwertet. Den südlichen Ländern wäre das ja gar nicht so unrecht, aber wir können einen sehr stark abgewerteten Euro nicht brauchen. Also und die neue deutsche Mark ist gedruckt, genau wie der neue Dollar. Also da könnte sehr schnell sehr, sehr viel passieren in dieser Hinsicht, dass natürlich, das muss jedem klar sein, nicht ohne einen massiven Haircut, wie das so schön heißt, also sprich, dass viele Sparguthaben und andere Guthaben geschoren werden, das wird man natürlich dann machen. Das hatte Herr Schäuble ja schon vor Jahren mal so lächelnd angekündigt, sowas macht man übers Wochenende. Und man hat es in Zypern ja ausprobiert, wie das Ganze läuft. Und damit würde ich unter Umständen praktisch, könnte man, wie gesagt, das kann auch erst in vielen Wochen oder ein paar Monaten passieren, aber das könnte auch wirklich schon nächste Woche passieren, wenn man diverse Aussagen hört. Und dass auf einmal da was wieder keiner auf dem Radar hat, offensichtlich passiert im Finanzsystem, und dass auf einmal der Euro ins Bodenlose fällt, relativ schnell, was dann natürlich mit unseren Versorgungsgeschichten und Preisgeschichten dann natürlich nochmal das Ganze potenziert. Ja, na, also da muss man wirklich sehen, da könnte wirklich jetzt auch noch was kommen, was aber natürlich auch wenig zufällig passiert. Aber dass man es vielleicht früher macht, dass die Amis jetzt, dass bestimmte Kreise sagen, okay, bevor der Dollar wirklich über den Jordan geht, dann lass uns erstmal den Euro über den Jordan gehen. Aber das war die ganz klare Aussage, der Euro wird vor dem Dollar drankommen. Ja, also auch Schillinge wurden gedruckt schon vor Jahren, die liegen in London bereit, glaube ich auch wie die D-Mark, das ist schon angesprochen. Dieser Euro an sich, also die Inflation, das ist so augenscheinlich. Also der Crash, den wir alle Experten eigentlich schon längst erwartet haben, irgendwie schaffen sie es gekonnt noch, diesen Schneeball am Laufen zu halten, aber es ist jetzt irgendwann, glaube ich, wirklich vorbei. Ja, du sagst, es kann sehr schnell gehen. Ja, ich denke auch, dass das sehr schnell passieren könnte. Ich glaube allerdings, dass sie schon noch so weit jetzt schauen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bekommen. Du hast diese Insider-Geschäfte oder Börsengeschäfte angesprochen, dass sie da, und daran könnte man sie auch sehr gut nachverfolgen. Ich meine, das ist ja das Positive, es wird ja jede Transaktion festgehalten. Das heißt, man weiß dann im Zweifelsfall genau, wer wo sitzt und was er, auf welcher Seite er spielt. Das ist der Vorteil an dem ganzen Schwachsinn. Allerdings sehe ich das erst für das kommende Jahr. Also ich glaube jetzt nicht, dass es heuer noch, aber ich mag mich auch täuschen. Die Vorhersagen aus astrologischer, medialer Welt, also das Grand, das Zusammenbruch des Finanzsystems wird 2023 erst passieren. Ja. Ja. Aber wie gesagt, es kann vorher mit dem Euro schon was passieren, das dann vielleicht auch den Euro noch nicht völlig zerstört, sondern wie gesagt, dass so bestimmte Länder rausgehen und der Silberpreis erstmal, also die Aussage, der Silberpreis steigt, vom Goldpreis hat er nichts gesagt. Der Silberpreis kann steigen, weil das Silber sehr viel teurer wird. Der Silberpreis kann aber auch steigen, weil der Euro viel weniger wert ist. Ja, also es ist ja egal. Ja. In beiden Fällen kostet dann die Unze Silber nicht mehr 15 oder 20 Euro, sondern vielleicht 50 oder 70. Ja, mal als Beispiel. Ne? Das ist dann egal, wie rum es ist. Ja, wenn ich Silber habe, bin ich gut dabei, weil dann habe ich auf jeden Fall in dem meine Kaufkraft erhalten, wenn der Euro abkackt, um es mal so zu sagen. Nicht? Ja, also es ist noch nicht das ganz große Finanzdesaster, was dieses Jahr kommt. Das sehe ich auch so. Das ist wohl eher im nächsten Jahr dann weltweit ein Thema.
Ja, und es kann natürlich sein, dass die Amis sich jetzt auf Kosten des Euros auch noch ein bisschen weiter retten. Das ist ja durchaus möglich. Ja, das wird aber auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend werden. Und wie gesagt, es gibt eine Aussage, mal schauen. Der April ist ja noch 2 Wochen lang, aber wie gesagt, man darf sich auf Wochen oder so nicht festlegen. Das sind immer Tendenzen, das kann passieren oder nicht. Wichtig ist aber, dass der Dollar seine Weltleitungswährungsfunktion verloren hat. Und das ist wirklich ein absoluter Gamechanger, der Folgen zeigen wird. Ob in 3 Wochen, in 3 Monaten oder 3 Jahren, werden wir sehen. Länger wird es nicht mehr dauern. Davon bin ich überzeugt. Ja. Da bin, glaube ich, immer d'accord. Also der US-Dollar, und das wissen Sie auch, hat fertig. Aber spannend wird eben auch dann sein, wie sich China verhalten wird oder diese Achse. Das wird jetzt alles irrsinnig spannend in den kommenden 2 Jahren. Und wie gesagt, bis 2030 wird sich dann endgültig gerichtet haben. Und ich denke und richte meinen Fokus nicht auf diesen Schwab-Satanisten-Schwachsinn, sondern eher auf ein Gemeinwohlsystem. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Das ist der Kampf gegen so kritische Geister wie uns einer. Wir beide sind alternative Medien an sich oder der sogenannte Widerstand, wobei das Wort Widerstand für mich auch schon ein Widerstand an sich ist, weil es so negativ behaftet ist. Ich sage halt eher, ja, Community, aber gut, du weißt schon, also alle wissen, was gemeint ist. Ja, es gibt ja da Meldungen auch bei dir. Es gab ja eine Doku mit eurem Meister. Da hat es jetzt ein Urteil gegeben, auch bei mir. Fangen wir vielleicht mit meinem Schwachsinn an. Ich bin der mittlerweile Staatsfeind Nummer 3 in Österreich und da hat die Corona-Zeitung in Österreich, also die Krone, wirklich es gewagt, so einen Artikel zu bringen. Ich meine, das muss ich mir auf der Zunge. Ja, der Corona-Millionenbetrüger haftet ein Hotel und gezeigt werde ich. Ja, genau. Das ist doch der Knaller, oder? Das ist schon spannend. Wenn man so sieht, meint man natürlich sofort, du bist derjenige, der ein Corona-Millionenbetrüger ist. Ja, das ist eine Frechheit. Meine Geschichte kommt erst auf der rechten Seite hier, von dieser Doppelseite, im letzten Achtel von dem Artikel. Da geht es eigentlich um mich. Aber natürlich mein Bild mit dem Corona-Millionenbetrüger, die Handschellen auch da bei meinem Foto, das ist der Knaller, oder? Ich meine, so wird mittlerweile gearbeitet. Und das, weil wir einer Frau Klauninger, das ist eine ganz couragierte Aktivistin, die wollte man unbedingt jetzt hinter Gitter bringen mit irrsinnig viel Verwaltungsstrafen. Sie hat irgendwann den Überblick verloren. Und wir reden da von einer Summe von 30.000 Euro und das ist nicht wenig Geld. Und wir haben halt da ein paar aus dem sogenannten Widerstand halt auch gesammelt und haben eben zumindest mal den Haftantritt erspart. So viel ist zusammengekommen, glücklicherweise. Aber da sieht man, wie das System agiert gegen Menschen, also dann in Folge auch mich als Corona-Millionenbetrüger natürlich. Ja. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, ich führe gerade Klagen gegen diverse Fronten. Ja, und es schaut überall nicht so schlecht aus, aber eigentlich würde ich meine Zeit gern anders investieren, als mit so dämlichen Scheißklagen. Aber jetzt hast du ja auch bei dir ist ja auch was Ähnliches jetzt passiert, ne? Magst du mal erzählen? Ja, nicht bei mir persönlich, aber natürlich, du hast es richtig gesagt, Paramahansa Shivananda ist in einer Dokumentation wirklich auf übelste, wie soll ich sagen, mit Schmutz beworfen worden. Das war der Hessische Rundfunk, der das gebracht hat. Und ja, wenn man die gesehen hat, ich meine, das war eh schon wenig handhabbares Material. Das war eigentlich viel Hörensagen dabei, ja. Und ein Zeuge, der im Endeffekt nicht wirklich glaubwürdig ist, aber sei es drum. Und ich war ja selbst dabei, als die bei uns waren und Interviews gemacht haben und auch das Interview mit ihm gemacht haben. Ich war dabei und es wurde über eine halbe Stunde Interview gemacht und ein Satz ist rausgenommen worden. Der ganze Rest wurde nicht gezeigt und es wurde halt sehr stark verdreht. Aber der entscheidende Punkt ist, das sagen jetzt nicht nur wir so, sondern das ist im Endeffekt jetzt gerichtlich bestätigt worden. Es gibt eine Reihe von einstweiligen Verfügungen. In der Mediathek und auf YouTube gibt es diese Sendung nicht mehr, weil einfach nachweislich Falschbehauptungen aufgestellt wurden, weil gezielt ungenau übersetzt wurde, verschiedene Sachen. Also haben alle möglichen Sachen gemacht, um halt, wie man das immer gerne macht in solchen Sendungen, aber es ist natürlich heftig, das kennt man eigentlich eher aus Boulevardblättern und nicht unbedingt vom Hessischen Rundfunk, da macht man das noch alles etwas geschickter. Aber im Endeffekt hat das Gericht auch ganz klar gesagt, das geht gar nicht, was da gemacht wurde, ja. Und ich denke auch, das war jetzt eine einstweilige Verfügung. Ich bin aber relativ sicher, dass auch
der Prozess am Ende des Tages entsprechend so ausgehen wird, weil es war wirklich flach, was gemacht wurde. Und ich fand es dann auch wirklich hart, wenn man wirklich dabei sitzt und die Redakteurin wirklich freundlich und dann kommt sowas hintenbei raus. Das ist schon rotzfrech bei der ganzen Geschichte, wobei hinter der ganzen Geschichte eine andere Dame steht, die ja auch genannt wurde, die da offensichtlich eine persönliche Fehde irgendwie machen wollte, die ja interessanterweise auch auf meinem Kongress war, inkognito. Die wollte sich das ja anschauen. Das ist dann in einem Podcast, ist das dann beschrieben worden, wobei sie da gar nichts Schlimmes gesagt hat. Sie fand es halt ganz schlimm, dass man da jemanden, dass man da über den Great Reset redet, das wäre ja eine Verschwörungstheorie und ganz übel wäre es, dass da jemand, da war ja der Professor Edinger, der ja sehr, sehr profund, wenn auch viel Information in kurzer Zeit über die Folgen von Corona-Impfungen und so weiter berichtet hat. Das fand sie ja auch ganz schlimm, dass man da sowas hören muss. Aber das nur am Rande. Tatsache ist, da hat das Gericht nochmal, also da bin ich jetzt auch wieder etwas zufrieden, die Gerichte funktionieren bei uns teilweise noch, ja, und dieses Machwerk, anders kann man es nicht sagen, ist jetzt erstmal weg aus den Medien rausgenommen worden und ich denke, der Hessische Rundfunk hat gut daran getan, weil wie gesagt, das war halt einfach journalistisch eine absolute Fehlleistung und ich denke, da kann man jetzt spekulieren, warum oder warum nicht, aber sei es drum, Tatsache ist, weil da habe ich auch ein paar Zuschriften bekommen, wie ich denn mit so jemandem überhaupt noch was zu tun haben könnte. Und das ist natürlich, wie soll ich sagen, ich fand es auch erschreckend, muss ich sagen. Das ist genauso jetzt wieder wie bei Russland. Ja, die Menschen, das sind auch Menschen, die eigentlich recht aufgewacht sind, die wissen, dass die Medien in vielen Bereichen lügen, dass sich die Balken biegen. Aber an der einen Stelle sollen sie dann auf einmal wieder die Wahrheit sagen. Ja, da ist dann wieder diese Schere im Kopf, da wo es mir passt, da will ich den Medien aber wieder glauben. Und das ist ja, leider habe ich das auch festgestellt, bei einigen, die im Bereich Corona schon sehr weit waren und aufgewacht haben und nichts mehr geglaubt haben, was die Medien und die Politiker sagen. Aber bei Russland ist das jetzt wieder alles richtig. Ja, also der Putin ist böse und also das ist schon erstaunlich, wie manche Menschen dann doch wieder bei einem Thema, wo sie einfach eine andere Ansicht haben, sich dann auch gar nicht mehr die Gegenseite wieder anhören. Also da haben sie auch nicht gelernt. Ja, das ist einfach der Punkt. Man muss sich die Gegenseite anhören und dann kann man ja immer noch abwägen. Vielleicht stimmt ja auch mal was, was die Massenmedien sagen. Das ist ja gar keine Frage. Aber wie bei den russischen Geschichten, bei Corona und bei diesen Sachen jetzt auch oder auch bei dir jetzt, das ist so platt wirklich teilweise, wirklich so arm, wie das gemacht wurde. Ich meine, man muss ja eigentlich dankbar sein, weil dann schießen sich ja eigentlich selbst ins Knie, weil das so einfach zu entlarven ist. Ja, das hat man früher anders gemacht und mittlerweile ist es wirklich einfach nur noch arm, was da passiert. Aber in dem Fall, wie gesagt, man kommt glücklicherweise mit Gerichten dann doch noch dagegen an. Ne? Ja, das kann ich bestätigen. Also das funktioniert eigentlich in der Regel noch ganz gut. Also kann ich mich auch nicht beklagen. Aber es ist halt mühsam, ja. Also es ist mühsam, da seine Energie reinzustecken, sich überhaupt mit so einem Schwachsinn beschäftigen zu müssen. Man auf allen Ebenen. Man dachte ja, Psiram wäre schon irgendwie der Gipfel des Schwachsinns. Nein, jetzt mittlerweile wird der Wahnsinn in Sachen, man muss ja nicht jeden lieb haben, man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Aber was da an Geschützen aufgefahren wird, das ist schon hammerhart, ja. Und da denke ich mir, puh. Ja, also Leute, da gibt es Menschen, die haben wirklich sich zum Lebensinhalt gemacht, den ganzen Tag sich mit mir zu beschäftigen, jeden Tag. Ja, nicht nur sogenannte Journalisten, auch andere, wo ich mir denke, Hilfe, was ist denn da los? Was ist da falsch gelaufen? Ja? Aber gut, anderes Thema. Die Gerichte funktionieren da zum Glück noch, aber am Beispiel, wir haben sie vor ganz am Anfang besprochen, Russia Today, Sputnik, da merkt man doch schon, alles Unliebsame verboten. Naja, bei mir behaupten sie immer gerne, da kommt nicht nur, dass ich ein Rechtsradikal wäre, natürlich, ich bin Rechtsradikal, also kompletter Schwachsinn, die übliche Leier. Nein, aber was sie dann auch gerne machen, ist, der möchte gern Journalist. Da genau, möchte gern Journalist. Ich lache mittlerweile drüber, weil ich habe meine Presse, also ich bin sogar jetzt Ehrenmitglied. Zum Glück funktionieren die Instanzen noch. Da bin ich sehr froh, weil wenn das jetzt auch noch zusammen, die Gerichte und auch diese Körperschaften mit gewissen Journalistenvereinigungen, dann hätten wir echt das Problem. Aber solange das noch funktioniert, bin ich recht zuversichtlich. Ja, wobei es funktioniert begrenzt, also es kommt halt ein bisschen drauf an auch. Ja. Wir haben auch Beispiele gesehen,
wie jetzt zum Beispiel, ich habe es gerade jetzt gesehen, dieser Marc Mobil, der wird ja richtig verfolgt, ja. Aber auch in Boris Reitschuster, also alles Leute, die, sagen wir mal, zu erfolgreich sind im alternativen Bereich. Ja, aber man nicht so viel, ich denke, das ist dann auch teilweise das Glück, aber wenn man zu viel Erfolg hat, dann wird man angegangen. Der Reitschuster hat ja dann auf einmal zwei Konten auf einmal gekündigt bekommen von zwei unterschiedlichen Banken, ja. Und das nannte man in der DDR Zersetzung. Ja, das wurde genauso gemacht. Und der Hammer ist wirklich, dass unser Verfassungsschutzchef Haldenwang auf einer Pressekonferenz das auch ganz offen mehr oder weniger zugegeben hat, wo er gesagt hat, naja, da gibt's ja natürlich immer die bösen Rechten, das ist natürlich immer gegen die, und die würden ja auch Sachen machen, die legal wären, aber da gäbe es ja dann auch andere Möglichkeiten, den Einhalt zu gebieten, ja. Und das sind genau diese Methoden. Und diese Methoden, die wurden in der DDR entwickelt, weil da hat man auch nicht jeden ins Gefängnis gesteckt, der unliebsam war. Da hatte man andere Möglichkeiten. Man hat die im Bekanntenkreis unmöglich gemacht und viele so Sachen, diese Zersetzungsmethoden, und die werden in diesem Moment in Deutschland wieder angewendet. Und der Chef des Verfassungsschutzes sagt das auch noch auf einer Pressekonferenz relativ offen und ist da auch noch stolz drauf. Und da fällt mir nichts mehr dazu ein bei diesen Leuten. Was will man da noch sagen? Das einzig Gute an der ganzen Sache ist, wie gesagt, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres sind diese Leute alle, vielleicht sind sie noch da, aber sie haben nichts mehr zu sagen und sind politisch machtlos. Aber das ist wirklich unglaublich. Und das Schlimme ist aber nicht, dass diese Leute das so machen, sondern ich habe auch mit Leuten geredet, die wollen das immer alles gar nicht glauben, dass das hier so passiert. Weil die kriegen das ja nicht mit. Die gucken sich Massenmedien an und das andere wollen sie ja nicht wissen. Und deswegen gibt's das ja auch nicht. Ne? Was ich nicht weiß, das gibt es ja nicht. Ne? Also die Kontokündigung, das habe ich schon hinter mir, das haben sie bei mir auch schon vor Jahren vollzogen, zweimal, also das kenne ich auch, den Schwachsinn, aber du hast den Boris Reitschuster angesprochen und da wissen wir seine Affinität oder seine eher Nicht-Affinität zu Putin, die ist jetzt ist er eigentlich wieder Mainstream-tauglich. Ne? Jetzt lassen sie ihn auch wieder zur Bundespressekonferenz, was ich weiß. Ne? So, weil man weiß, da kann man ihn wieder brauchen, den Boris. Da ist er wieder voll auf Linie gegen den Putin. Da kann man ihn wieder brauchen. Genau, mit Bild. Also die Bild ist ja auch völlig, das ist ja momentan ganz vorne dran mit der Hetze gegen Russland, ja, während sie ja im Bereich Corona eigentlich sehr, sehr auf einem guten Weg war. Und ich denke, das wird auch weitergehen. Ich denke, darüber werden einige Aufdeckungen kommen. Aber daran sieht man halt auch, wie gesagt, diese Aufdeckungen sind auch gewollt von gewissen Kreisen. Also man darf hier nirgends wirklich dann jetzt sagen Sie mal was Richtiges, also sind Sie die Guten oder so, also es ist nicht schwarz und weiß. Und was wir lernen müssen oder gelernt haben sollten, ist, dass vieles, wenn nicht fast alles, was passiert, irgendeinem Plan folgt, der vor Jahren schon ausgearbeitet wurde. Ja, das ist, habe ich ja vorhin zwei Beispiele genannt, in vielen Bereichen nachweisbar, auch jetzt nachweisbar, für jeden nachprüfbar. Ja, weil die Sachen einfach immer noch da sind von den Organisationen, die es geplant haben und auch öffentlich runterladbar sind. Es wird überhaupt nicht verborgen. Ja, und vieles von dem, was hier passiert, auch mit den Medien momentan noch, ist noch genauso gewollt. Die Medien sind noch nicht frei. Ja, die alternativen Medien, da gibt's viele freie Leute und auch nicht jeder, der nicht angegangen wird, das muss ich dem Marc Mobil schon ein bisschen ankreiden, der gesagt hat, jeder, der dem nicht so geht wie mir, der ist sozusagen gekauft, der muss gekauft sein. So sieht's nicht aus. Es gibt da noch andere Komponenten. Aber warum jemand vielleicht nicht angegangen wird, eine ist sicherlich die Verbreitung. Ja, also ich denke, da gibt es bestimmte Zahlen. Und sobald einer, sagen wir mal, ich glaube, eine sechsstellige Summe oder so regelmäßig an Zuschauern hat oder so, und der hatte, glaube ich, der Marc Mobil hatte ziemlich guten Erfolg mit seinen Videos, die waren ja auch sehr, sehr gut gemacht, der ist ja vor Ort immer und hat dann da berichtet, ja, und dann geht irgendwo eine rote Lampe an und dann gehen die Maßnahmen los gegen denjenigen, ja, und das ist ja das Typische, wenn ich jemanden zu früh angehe, dann mache ich ihn ja noch bekannter, als er ist. Ja, also muss ich versuchen, wird das erstmal versucht zu verschweigen. Und wenn dann, also deswegen diese Aussagen auch immer, der muss jetzt gekauft sein, auch wenn er vielleicht mal was sagt, was mir nicht gefällt. Da wäre ich vorsichtig mit diesen Vorwürfen.
Ja. Das meine ich ja. Wir dürfen doch bitte hoffentlich andere Standpunkte bei gewissen Themen haben, ohne gleich uns als Gatekeeper oder irgendwie von der anderen Seite, weil das ist doch kompletter Schwachsinn. Ja? Dafür gehen wir schon zu lange diesen Weg und haben mit Klarnamen und Gesicht schon viel zu viel einstecken müssen. Oder auch Menschen, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Und man darf bitte auch kritisch sein, ja? Aber auf einem gewissen Niveau. Und das Niveau vermisse ich halt oftmals. Ja? Wenn, dann kommen immer diese Tiefschläge unter der Gürtellinie, das finde ich so ganz öd. Ja, man kann ja fachliche Kritik immer gerne, aber dann ohne gleich irgendwie so in die Eier zu hauen oder so nachzutreten, das ist richtig übel, aber lassen wir es. Marktmobil, ja gut, das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, dass jeder, der nicht bislang irgendwie Probleme hatte, gekauft wird, das ist schon eine sehr steile These. Also ab einem gewissen Level natürlich wirst du wahrgenommen, ja, das hat jetzt nicht unbedingt immer was mit offiziellen Klickzahlen zu tun. Da gibt es auch viele Faktoren, die ineinander greifen, wo dann das System entscheidet, du bist gefährlich und du wirst jetzt dazu ins Visier genommen. Aber egal, kommen wir mal wieder zum Positiven. Und zwar Neues aus dem Weltraum. Die Disclosure schreitet voran, überall. Es kommt eine Doku-Reihe nach der anderen, also, wovon wir vor Jahren noch geträumt haben. Mittlerweile ist es Mainstream. Es ist nur in Deutschland noch nicht. Es ist zwar gesendet hier bei uns, und das finde ich so interessant, aber wissenschaftlich akzeptiert wird es trotzdem noch nicht. Bei uns haben wir jetzt den Universitätsprofessor Kusch, ein Grazer Professor, der sich mit diesen Höhlensystemen in Österreich beschäftigt, vor allem im Osten. Und den habe ich vor 4 Jahren auf einem Kongress erlebt. Da hat er als Erster gesprochen, weil er halt um seinen Ruf, weil er Angst hatte, weil da lauter so kritische Geister waren, dass er da vielleicht seinen Profession verlieren könnte. Mittlerweile macht er Vorträge und Videos, wo er sogar sagt, da leben Wesen unter uns und bis vor 200 Jahren ist alles dokumentiert. Und also das alles zusammen, das Bild wird eigentlich immer, wie soll ich sagen, diese Musiksteinchen, das Bild wird immer klarer. Doch irgendwie will man es noch nicht wirklich wahrhaben. Wie siehst du das? Ja, es ist in den USA jetzt auch wieder ein 1500-seitiges Dokument rausgekommen mit UFO-Nachweisen, ein offizielles. Also da tut sich relativ viel. Aber ich muss jetzt zugegebenermaßen, habe ich jetzt mich mit dem Thema auch lange nicht mehr groß beschäftigt. Ich will es mal wieder machen im nächsten Infobrief Zeitprognosen. Es gibt auch vom Mars wieder eine Reihe von tollen neuen Bildern. Und es hat sich natürlich viel getan. Und diese Offenlegungsgeschichte geht weiter. Aber hier in Deutschland interessiert das natürlich erstmal kaum einen. Da machen wir andere Themen jetzt, ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich durchaus auch nicht ausschließen, dass man damit demnächst um die Ecke kommt, um da auch noch was zu machen. Weil, wie gesagt, es werden jetzt alle Register gezogen, weil wir sind jetzt im Endspiel. Also wir sind jetzt wirklich in der Verlängerung des Endspiels. Und das geht jetzt nicht mehr 10 Jahre alles, sondern es wird jetzt alles ausgepackt, was man noch hat bei allen Seiten. Und das wird sicherlich sehr spannend werden. Und irgendwann werden diese Sachen dann auch offiziell klar sein. Wir müssen auch mal schauen. Es gab jetzt, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt Challenges von diversen, sagen wir mal, Aliens. Wie gesagt, ist nicht alles Quatsch. Es sind aber auch sicherlich ein paar Leute dabei, die vielleicht nur glauben, irgendwas zu channeln. Sagen wir mal hin. Aber es sind einige Aussagen, dass da jetzt wohl auch dort man auf Hab-8-Stellung ist. Weil natürlich, also deswegen auch, es haben ja momentan viele Angst vom Atomkrieg. Und da will ich vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Weil jetzt gerade, und da war ich jetzt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, erstaunt, beziehungsweise der Frank Jacob hat ja, den kenne ich ja persönlich, der das Videopacking vom Mars gemacht hat und der erstmal auch kein Schwätzer ist. Also den muss man ernst nehmen, den Frank. Und der auch sehr gute Kontakte hat. Und der hat jetzt dann darauf hingewiesen und dann hat er noch ein Video mit dem Herrn Bröers gemacht, der ja auch, wie gesagt, jemand ist, den man absolut ernst nehmen muss, ja, der ja gute Sachen bringt. Und da geht es halt darum, dass eine, wie heißt das, Wächter von Looking Glass, also Looking Glass Technologie ist ja eine Technologie, mit dem die Geheimdienste, beziehungsweise der tiefe Staat, in die Zukunft schauen kann und natürlich verschiedene Parameter ändern kann und dann schauen kann im Endeffekt, was da hinten dann für eine Zeitlinie rauskommt. Und das wurde schon öfters von Insidern berichtet, das dürfte es wohl in irgendeiner Form geben.
Und jetzt kommt aber da ein Video und als ich das erste Mal gesehen habe, da waren das relativ wenige Klicks und jetzt wird das natürlich groß gemacht, wo es dann heißt, na ja, wir müssen jetzt unbedingt, weil diese hätten jetzt gesagt, also es würde jetzt am Ostermontag, also am 18. am Times Square könnte da jetzt ein großer Bombenanschlag passieren und wir müssen das jetzt alle ganz viel teilen, dass das nicht passiert, ja. Und aber dann ist schon im Mai der nächste irgendwie der nächste Event, den wir verhindern müssen. Und irgendwann, also entweder am Ende wird alles gut, aber nur wenn wir alle immer das verhindern, weil ansonsten kommt der Atomkrieg. Also das ist so die Alternative, so, ne? Wird das behauptet. Und da muss ich halt sagen, also mir kommt das ein bisschen komisch vor, zumal sie auch schon angekündigt haben. Also wenn wir jetzt alle ganz stark das Video teilen. Und dann, es ist natürlich wirklich so, wenn was bekannt wird, passiert es unter Umständen nicht mehr. Das ist nicht so falsch. Aber da haben sie schon, es gibt noch 60 weitere Events, die man alle verhindern muss. Und das heißt, da musst du immer wieder die Videos teilen. Und wäre natürlich, ich will es mal so sagen, auch eine gute Methode, um einen eigenen Kanal nach oben zu bringen. Ich will nicht sagen, dass es so ist. Ja, aber es ist mir so in den Kopf gekommen. Aber der entscheidende Punkt ist, es wird da ganz massiv mit einer massiven Angst gearbeitet vom Atomkrieg. Und da habe ich eben immer wieder, und ich sage die dritte Ebene, die geistige Welt. Und es gibt nirgendwo aus der geistigen Welt eine Aussage, dass es einen großen Atomkrieg gibt. Ja? Und es gibt die Aussage, es wird verhindert. Und das, da komme ich wieder auf die Außerirdischen zurück. Und das halte ich für glaubwürdig, dass bestimmte sehr weit entwickelte Alienrassen diesen verhindern würden. Und dass sie es können, das haben sie schon in 50er Jahren gezeigt, wie die Atomraketen deaktiviert haben. Die Videos sind ja mittlerweile freigegeben. Da waren die Amis gar nicht happy. Oder wie die UFOs über eine Abschussstelle waren und auf einmal ist alles runtergefahren und nichts ging mehr. Das war schon in den 50er Jahren. Ja, also deswegen, da passt jemand auf, weil eins muss man auch wissen, ein Atomkrieg ist viel weitreichender von den Folgen her als nur in der 3D-Welt wohl, wie man das hier sieht. Und ich denke schon, dass Atombomben funktionieren. Es gibt ja dann auch wieder die Aussage von irgendwelchen Leuten, die hätten noch nie funktioniert. Das wäre ja alles nur Fake. Aber wenn ein Atomreaktor funktioniert und die funktionieren, dann funktioniert auch eine Atombombe. Ja, das ist dasselbe Prinzip. Also die Leute, die sich da jetzt wieder, ist ja gut, dann haben sie wenigstens keine Angst davor. Also wenn sie glauben, das funktioniert eh nicht. Ja, also deswegen aber diese Angst, dass dieses Damoklesschwert des Atomkriegs jetzt wieder da ist, das wird verhindert werden. Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Ich auch, wenn ich sowas sagen darf, also alleine die Eliten wissen doch selbst, dass sie, glaube ich, nicht auf die nächsten 200 Jahre hinweg in ihren Raketensilo-Bunkeranlagen leben möchten. Also diese Angst, das alleine erklärt schon, du hast es angesprochen, da ist eine Instanz, eine höhere, die darauf achtet. Du hast die 50er Jahre angesprochen, da gibt es auch die Militärmitarbeiter, die das berichtet haben, dass da auf einmal alles ein UFO zu sehen war und alles irgendwie lahmgelegt wurde. Wir kennen das Video von einer Rakete, wo irgendwie ein Strahl von einem UFO kam und die Rakete zerstört wurde. All das gibt es. Das sind keine Hoaxes oder Fakes. Also da wird schon darauf geachtet. Also und kommen wir gleich mal auf den Ausblick, denn diese Angst, dieser Angstporno, immer Angst, Angst. Leute, befreit euch von der Angst, denn die Angst ist immer genau das, mit der sie uns am besten ergängeln und catchen können. Ja. Und dieser genau. Also, ich habe eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Idee. Und ich habe es vorhin schon angekündigt, also die Aussage von den Kollegen vom Egon, das würde auch passen, was der Peter Bayer kurz vor seinem Tod gesagt hatte, dass wir nächstes Jahr davon ausgehen können, dass mehr oder weniger das Wirtschafts-, das Finanz-, das politische und das Gesellschaftssystem zusammenbrechen wird. In Deutschland, in Europa, in den USA vermutlich auch. Aber das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen schlimmer, als es ist. Also jeder, der natürlich an den alten Sachen festhält, der wird ziemlich zu leiden haben. Ja, aber vieles von dem, was wir kennen, wird es so nicht mehr geben. Das wird schon dieses Jahr anfangen. Unter Umständen, wie gesagt, schon in den nächsten Wochen wird man das ein oder andere sehen. Es ist ein bisschen unklar, das war auch immer wieder die Aussage und die bleibt auch. Es sind wohl einige Meilensteine,
kristallisieren sich raus. Darunter ist wohl unter anderem dieser Konflikt Russland-Polen. Ja. Aber viele Sachen, die passieren oder nicht passieren, hängen auch sehr stark davon, immer noch davon ab, wie wir die Dinge sozusagen schöpfen, wie wir die Dinge sehen, wie wir reagieren werden. Insbesondere, und das ist so das kriegt man immer mehr mit, so Ende Mai bis Mitte Juni irgendwie, das ist so ein Schlüsselzeitraum. Also bis dahin wird wohl einiges schon passieren und je nachdem, wie die Menschen drauf reagieren, wird das dann dazu führen, dass gewisse Dinge passieren oder auch nicht. Ja, ich würde auf jeden Fall, also ich bin auch jemand, mein Terminkalender ist voll, aber ich bin jetzt auch nicht völlig überrascht und erschrocken, wenn alles nicht mehr stattfindet. Corona wird es nicht sein, aber es deutet sich an und das hat der Allgäuer hat gesagt irgendwie, er sieht im August, September, eigentlich Hochzeit des Tourismus im Allgäu, da praktisch keine Leute auf der Straße. Ich war jetzt bei einem Vortrag, der hat mir auch jemand erzählt, der hat seine eigene mediale Methode für sich abzufragen, was er machen kann. Der wollte auch irgendwie eine größere Reise machen im Sommer. Ging nicht, also irgendwie in Deutschland. Dann wollte er irgendwie, hat er gesagt, ja, dann fahre ich halt über Österreich, von Ostbayern über Österreich nach Kroatien, ist ja auch ganz schön, ging aber auch nicht. Also ich würde mal davon ausgehen oder mich darauf einstellen, dass man unter Umständen in diesem Sommer mit dem Auto nicht weit fahren kann. Da brauchen wir aber auch gar nicht mehr lange überlegen, wie das sein kann. Es kann einfach sein, dass das Benzinladen nur rationiert werden wird. Und dann ist es halt aus, ja, als ein Beispiel. Aber es gibt natürlich viele andere Gründe, warum sowas sein kann. Es kann militärischer Lockdown sein, dass man einfach sagt, jeder bleibt da, wo er ist, weil ansonsten Chaos ist. Ja, also wie gesagt, die Dinge, die jetzt dazu führen können, die stehen ja vor der Haustür, ja. Also Thema Ölboykott, Gasboykott, Russland, ja, das kann morgen gesagt werden oder der Putin hat ja schon gesagt, mal schauen Ende des Monats, aber bis jetzt haben sie noch nicht in Rubel bezahlt und wenn im Endeffekt Ende des Monats in Rubel nicht bezahlt ist, wird wahrscheinlich das Gas nicht mehr geliefert und der Diesel aus Russland auch nicht mehr, das ist auch nicht wenig. Die Kohle haben sie ja schon gesagt, wollen sie nicht mehr aus Russland. 50% unserer Steinkohle kommt aus Russland und ein Großteil geht in Kohlekraftwerke, ja, die Grundlast für unser Stromnetz bereitstellen. Da ist auch spannend, wie das dann wird. Aber da hat die Baerbock, hat es ja, glaube ich, auch schon gesagt, ja, wenn dieses Boykottgeschichte kommt, dann müssen wir davon ausgehen, dass mal tageweise der Strom nicht da ist. Das hat die uns gesagt. Die sagen uns das ganz offen. Also die Leute wollen es nicht wissen. Die können die doch nicht machen. Aber genau das werden sie machen. Es ist geplant. Aber das brauchen offensichtlich die Menschen. Das wird mir immer klarer. Die müssen mal aus ihrem bequemen Sessel rausgerissen werden. Und deswegen werden einige Sachen passieren. Und natürlich kann es trotzdem sein, dass man vielleicht irgendwo mal 3 Wochen in Urlaub fahren kann, irgendwo im Sommer. Aber viele Leute werden zu dem Zeitpunkt einfach andere Themen haben, als sich zu überlegen, wo sie sich am Strand liegen. Die werden sich überlegen, wo verdiene ich mein Geld nächstes Jahr. Ja, ich denke das, aber das muss vielleicht auch mal sein, damit man einfach die Maßstäbe wieder zusammengerückt werden. Deswegen aus einer höheren Sicht macht das alles Sinn. Und es deutet sich, wie gesagt, an, dass dieses Jahr, also es ist ja schon losgegangen, das Zusammenbrechen des alten Systems. Das ist losgegangen und das wird jetzt immer sichtbarer und sichtbarer und sichtbarer werden. Und ein Großteil davon wird vermutlich 23 passieren. Und dann liegt das System am Boden. Und dann werden sich, und das ist, was die Aussage ist, 2024 dann schon, und wie gesagt, diese Gruppen dazu, die gibt es schon teilweise, ja, die werden anfangen, dann lokale Kreisläufe zu machen. Ja, und wir haben das Glück in Deutschland, dass wir immer noch eine sehr große Landwirtschaft haben. Die wird natürlich ein Riesenproblem kriegen. Das ist auch mit Voransage. Ja? Diesel kostet doppelt so viel. Ja? Den Dünger, den Kunstdünger kriegst du gar nicht. Oder wenn, dann zu horrenden Preis. Ja, die Arbeitskräfte, das heißt, die nächste Ernte wird in Deutschland auch nicht so doll werden, wenn nicht noch ein Wunder passiert. Das ist alles völlig logisch, wenn man momentan sieht, was läuft. Ja? Aber trotzdem haben wir natürlich das Glück, dass wir noch eine, gerade im Osten, sehr große landwirtschaftliche Flächen haben. Es gibt andere Länder, die haben da mehr Probleme. Das sieht man jetzt ja schon, also gerade in den ärmeren Ländern in Nordafrika, die haben ihre ganze Getreide, kriegen die aus der Ukraine und Russland.
Und die haben eh schon ein Riesenproblem mit den erhöhten Preisen, weil wird ja spekuliert, der Weltmarktpreis für Getreide ist ja schon ziemlich nach oben gegangen, ja. Was das letzte Mal übrigens vor dem arabischen Frühling war, da sind die Preise nämlich auch nach oben gegangen, ja. Und die Leute, die Möglichkeit, ist da nicht gegeben, dass die viel auffangen können. Das heißt, irgendwann können die sich das nicht mehr leisten, wenn der Staat das nicht abdeckelt, und dann gehen die auf die Straße. Ja? Also das sind alles Dinge, die sind eigentlich völlig logisch, dass die passieren werden. Und deswegen, es wird jetzt turbulent werden, aber die ganz klare Aussage ist, es werden irgendwann, ich denke, das ganz große Chaos, es wird auch Länder mit Bürgerkrieg geben. Ich denke, das wird eher die Deutschland, Österreich und Schweiz nicht so betreffen. Da mögen dann unter Umständen eben die Russen dafür verantwortlich sein, dass dann bestimmte Gruppen eben nicht meinen, sie könnten jetzt hier einen auf dicke Hose machen, weil die Russen, die sind bekannt dafür, die machen da nicht so lange rum. Ja? Aber in anderen Ländern, also Italien ist explizit gesagt, der Peter Bayer hat gesagt, Italien und Spanien werden die ersten Länder sein, wo sich die Politik sozusagen, wo die keinen Durchgriff mehr haben wird auf die Menschen. Ja, und je nachdem, wie schlecht es den Menschen geht, gibt es natürlich Länder, Frankreich ist da natürlich auch ein Kandidat, da wird es jetzt natürlich mal spannend, was da mit der Präsidentschaft wird. Ja. Wenn es der Macron wird, wird es Bürgerkrieg geben, denke ich. Wenn es der Macron nicht wird, haben sie eine Chance, dass es vielleicht ein bisschen sanfter gehen wird. Aber es gibt natürlich auch Staaten, wo die Menschen, dann, wenn die sauer werden, dann sind sie richtig sauer. Das weiß man, das ist in südlichen Ländern, in Frankreich ein bisschen anders wie hier. Ja. Jetzt möchte ich dir so einen Abschluss ansprechen auf diese Deal-Liste, die ja immer in unseren Verschwörungsschwurblerkreisen unter Anführungszeichen, wir wissen 2025, Deutschland, wie weiß, 27 Millionen nur noch und in Österreich so knappe 6 Millionen. Die Liste ist ja nicht mehr öffentlich einsehbar, aber sie ist noch irgendwie, man kennt sie. Das ist in 3 Jahren. Siehst du, dass in 3 Jahren wirklich eine Bevölkerungsreduktion von mehr als 50% in Deutschland? Siehst du das noch aktuell? Ich kann mir das auch mit der, ich komme mir da noch irgendwie schwer. Also ich habe eine Zahl aus von Peter Bayerl, die besteht, also die ist schon heftig. Ja, die ist schon heftig, weil wir reden tatsächlich, aber bis 2030 von 40-60%. Primär halt durch die Spritze. Ja. Die Leute werden natürlich an allen möglichen sterben. Weil das Immunsystem ist kaputt. Ja, und dann bringt dich halt irgendwas um. Nicht jeden. Ja, also das ist jetzt auch. Ja, und aus einer höheren Sicht, die muss man dann einfach auch haben. Es stirbt keiner zufällig. Also sprich, die Seele will dann gehen. Ja. Wahrscheinlich, weil sie mit der neuen Welt nichts anfangen kann, die kommen wird. Ja. Aber das ist der wirklich harte Teil für uns alle. Und das wird dieses Jahr, was man hört, auch schon deutlich noch mehr losgehen, als es jetzt schon ist. Ja. Und ob es dann wirklich 40% sind. Ich denke, diese Zeit 40-60 ist, es ist von, ich denke, von denen mit Spritze, ja, aber das sind ja in, je nach Altersgruppe auch schon viele. Also es ist, ich glaube, da ist auch noch nicht alles in Stein gemeißelt. Ja. Diese Deal-Liste war die Planungsliste des tiefen Staates, da braucht man nicht drüber reden. Wobei nicht alle Leute, die da sozusagen weg sind, auch gestorben sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Das wurde auch ganz klar bei Deagle so geschrieben. Und bei uns ist natürlich eine nicht geringe Anzahl von Menschen erstmal hier, weil sie hier im Endeffekt Arbeit haben wollen, die auch hier arbeiten wollen, die halt hier Geld verdienen wollen. Ja, und bei vielen wird das so sein, nicht bei allen. Es gibt ja auch welche, die sind hier wirklich zu Hause, die haben ihre Heimat und ich denke, die werden auch bleiben. Aber es wird viele geben in dem Moment, wo es A, kein Geld mehr vom Staat gibt und das wird relativ bald sein, dass der Staat kein Geld mehr hat für irgendwelche Sozialgeschichten, ja. Plus halt auch viel weniger Arbeit, ja. Und dann gibt's natürlich für viele Menschen, die werden dann lieber wieder in ihre Heimatländer gehen, weil da sind sie zu Hause, da ist das Wetter besser und so weiter. Und das werden auch mehrere Millionen sein. Ja, also auch da wird es natürlich
dadurch, dass wir hier eine sehr starke Zuwanderung haben, wird es natürlich auch eine sehr starke Abwanderung geben. Also nicht alle von den Menschen, die in der Gesamtzahl wegfallen, werden sterben. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Aber wir können uns unterm Strich darauf einigen, dass dieses 2025 einmal nicht halten wird, sondern wir dann eher bis 2030 den Zeitraum ins Auge fassen sollten und die Zahl, wie du sagst, richtigerweise nicht in Stein gemeißelt ist. Also die Angst sollte man den Menschen auch nehmen, weil irrsinnig viele Menschen da riesige Angst haben. Ja, also im Endeffekt, das ist die ganz klare Aussage, die auch von meinem Meister kam. Und das widerspricht auch ein bisschen manchen anderen, aber ich bin da überzeugt von, wenn die Seele hier bleiben will, kann sie diese Impfung neutralisieren und die Wirkung. Ja, zumindest so weit, dass es ihr nicht schadet oder auch dem Körper. Also der Körper ist viel mächtiger und die Seele ist noch viel mächtiger, als auch viele dieser Herrschaften, die da viel probieren und basteln, eigentlich wissen. Ja. Und also richtig verstanden hat man vieles dann halt immer noch überhaupt nicht. Ja. Und es wird sicherlich auch die eine oder andere Möglichkeit geben, Sachen wieder rückgängig zu machen. Aber dafür will ich mir nicht zu viel versprechen. Ja. Es ist offensichtlich so, deswegen war ich mir auch relativ sicher, dass es diese Impfpflicht, also wobei es ist schon relativ hart für die Pflegeberufe, aber das deutet sich an, wird sich bis Juli vermutlich auch beendet sein. Aber es gibt wohl auch eine starke Fraktion, auch vom tiefen Staat, die natürlich eben nicht eine Impfpflicht machen will. Weil da ist das mit dem Willen im Endeffekt momentan, auch wenn man natürlich schwer gedrückt wurde, ist es immer noch eine eigene Entscheidung. Ich muss natürlich, es ist eine Erpressung, ich muss natürlich auf vieles verzichten, musste ich verzichten bisher. Wenn ich sage, ich lasse mich nicht impfen, dann musste ich verzichten. Ja, aber eine Pflicht ist nochmal was anderes. Ja, karmisch gesehen auch. Und auch das wissen gewisse Leute. Weil in dem Moment tragen sie die volle Verantwortung. Solange ich die Leute nur überrede und Nudging mache, wie das so schön heißt, ich schiebe sie dahin, hat derjenige eine starke Eigenverantwortung bei dem, was er tut. Auch wenn er betrogen wird, aber er hätte es wissen können und viele wollten es nicht wissen. Ja, das heißt, die Eigenverantwortung ist da schon da. Ja? Wenn ich wirklich jemanden mit der Waffe zwinge oder auch wirklich große Strafen verhänge und so weiter, dann wird es irgendwann schwierig, und dann, das hat dann andere Auswirkungen. Und das wollte ein Teil des tiefen Staates auch nie haben. Ja, deswegen denke ich, ist das jetzt auch, man hat jetzt eine gewisse Anzahl von Menschen erreicht, die damals gemacht, wobei es auch Unterschiede gibt. Das deutet sich ja ganz klar an. Die Anzahl der Spritzen korreliert sehr stark damit, auch wie stark ich mich selbst geschädigt habe, die es nur eine gemacht haben. Das war zwar auch ein übles Zeug, das Johnson & Johnson, aber es war nur eine. Die sind besser als die, die zwei haben. Und die zwei haben, sind besser dran als die, die drei haben. Und in Israel sieht man es, die, die vier haben, die haben richtige Probleme. Also jede Spritze mehr erzeugt mehr Probleme. Und jeder, der rechtzeitig aufwacht, hat dann vielleicht auch weniger Probleme als andere. Ne? Aber da muss man jetzt wirklich, man sollte beten. Das ist ganz klar die Aussage. Da kann man auch einiges für andere tun. Man kann aber nichts tun, was die Seele von dem anderen nicht will. Aber die interessante Sache, und das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss, ist, ich kriege dann immer aus verschiedenen Ecken zum relativ kurzen Zeitpunkt so dieselben Botschaften von völlig unterschiedlichen Quellen, sei es medial, Insider oder auf einmal das Video gucke ich mir dann an, obwohl ich mir Videos nicht angucke und dann kriege ich es auch wieder gesagt, ist übrigens bei vielen Menschen so, muss man mal drauf achten. Wenn ein und dieselbe Botschaft aus unterschiedlichen Ecken gleichzeitig kommt, hat das fast immer eine Bedeutung. Da sollte man aufmerksam sein. Das war schon in den Prophezeiungen von Chilestein, steht das drin. Ja? Immer wachsam sein, weil das passiert eigentlich vielen Menschen. Die meisten übergehen das nur, erst recht, wenn sie eine Botschaft kriegen, die sie nicht hören wollen. Ja? Aber in dem Fall habe ich zum Beispiel das mit Russen in Deutschland, das kam dann irgendwie innerhalb des kurzen Zeitraums, kam das irgendwie aus vielen Ecken. Und dann kam eine andere Botschaft und die ist, glaube ich, ganz wichtig. Wer im Gottvertrauen ist, wird gut durch diese Zeit kommen. Das ist der Weg. Ja, und das wird man haben müssen. Man wird nicht jetzt auch in den kommenden Monaten und wahrscheinlich wenigen Jahren immer gleich wissen, wie es weitergeht. Ja, wo kriege ich wieder mein Geld her? Oder wo kriege ich das her?
Da muss das Vertrauen, das Gottvertrauen muss man haben und er hilft auch. Man soll aber nicht ein passives Gottvertrauen haben. Das ist auch wichtig. Also ein schöpferisches. Tu was, hilf, tu, mach was, dann hilft dir Gott. Ja, das heißt, man muss auch schon selbst was tun im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber es wird auch geholfen, es kommen Sachen auf einen zu. Man muss aber auch aufmerksam sein, dass man die Sachen nicht verpasst. Aber das ist die ganz klare Botschaft. Es wird jetzt rumpeln, aber es wird für jeden, der das Gottvertrauen hat und selbst auch aktiv ist, für den wird diese Zeit gut zu überstehen sein. Und im Endeffekt wird es am Ende im Rückblick wahrscheinlich eine hervorragende Zeit gewesen sein. Ja. Ich kann das nur bestätigen, liebe Leute, bleibt in der Positivität. Es wird rumpeln, seid noch vorbereitet. Versucht es aber auf eurem Weg, auf jeden individuellen Weg, anderen zu helfen. Das wird auch für euch zurückfallen, zurückkommen. Aber vorbereitet, aber die Angst ablegen. Alles, was kommt, hat seinen Sinn. Nehmt die Situation an, bleibt flexibel, bleibt kritisch, achtsam, wachsam. Und dem kann man eigentlich nicht mehr hinzufügen. Unterstützt alternative freie Medien im Rahmen eurer Möglichkeiten. Vor allem unterstützt euch selbst, indem ihr jetzt euren Weg euch ebnet, in die Eigenverantwortung übergeht. 2 Jahre Maskenschwachsinn sind, glaube ich, genug. Und jetzt weiter. Ich bedanke mich, wünsche euch allen frohe Ostern, kommt's gut über die Runden und wir sehen uns dann im Mai zum Frühlingsdenkanstoß. Danke, Peter. Bis da. Tschüss. Grüße, Baba. Ciao. We'll be right back.